Darf ich euch alle noch einmal recht herzlich zum AGEO-Forum 2023 begrüßen. Es hat jetzt ein bisschen einen Durchhänger gegeben, auch was die AGEO-Forums betrifft und bei vielen anderen Veranstaltungen. Wir haben festgestellt, dass es jetzt im Herbst ein sehr dicht gedrängtes Programm natürlich gibt, weil viele das also jetzt wieder natürlich genutzt haben, ihre Veranstaltungen durchzuführen. Es freut mich aber trotzdem, dass wir doch relativ viel Besucher heute hier begrüßen dürfen. Ich darf mich am Anfang gleich bedanken, stellvertretend, für die Veranstaltungslocation beim Martin, der uns also diese herrlichen Räumlichkeiten mit seinen Mitarbeitern unterstützt, dargeboten hat, dass wir also hier diese Veranstaltung durchführen können. Das liegt, glaube ich, auch relativ zentral zum Erreichen in Wien, was ja auch immer ein gewisses Thema ist, dass man so auch herkommen kann. Ich darf mich weiters noch schnell bedanken, auch wieder bei der Petra Stauferstein-Nocher, die das wieder wie immer perfekt organisiert hat, und auch beim Wolfgang Jörg, der uns diesmal videomäßig begleiten wird. Deswegen auch noch einmal die Frage der Sicherheit halber. Sie haben es bei der Anmeldung zwar schon uns bestätigt, sage ich jetzt einmal so lopf, der eine oder andere hat vielleicht sogar gelesen, dass wir mitfilmen dürfen und auch fotografieren dürfen. Wenn es aus Datenschutzgrundverordnung noch irgendwelche Bedenken geben sollte, bitte jetzt kundtun oder für ewig schreiben. Also das ist der Vollständigkeit halber. Wolfgang nimmt die Veranstaltung mit auf und wir werden es dann auch wieder über den YouTube-Channel von der OVG, auch da der Dank an die OVG, präsentieren und Sie können es dann auch noch einmal nachhören oder nachschauen. Auch die Unterlagen werden wieder auf der AGEO-Homepage drauf sein. Also auch das ist wieder alles organisiert. Herzliches Danke natürlich an alle Vortragenden gleich einmal vorweg und auch an die Diskussionspartner da, dass sie sich bereit erklärt haben, die Mühen auf sich zu nehmen. Und natürlich auch ein herzliches Danke an Sie als Besucher. Grundsätzlich, ja, es steht so schön drauf, Flächenverbrauch und Versiegelung für Bodenstrategie. Es ist eine Idee, die vor ungefähr einem Dreivierteljahr, von Wolfgang Dinkel bei uns im Vorstand eigentlich geboren wurde, wenn ich so sagen darf, dass man zu dieser Thematik auch als Dachverband irgendwie tätig werden soll. Und ich sage gleich eins, also wir wollen bewusst nicht, obwohl wir sehr viele kundige Personen bei uns im Vorstand haben, bei den Mitgliedern haben und auch da hier im Auditorium, wir wollen bewusst als AGEO jetzt keine Fachdiskussion losbrechen. Ja? Sondern unser Ansinnen ist es eigentlich, zu dieser Thematik wieder zu schauen, was kann Geoinformatik liefern, unterstützen, analysieren, beitragen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, aber was kann man mit Geoinformation zu diesem Thema machen. Das ist eigentlich unser Impact, den wir haben. Das ist eigentlich das, warum wir dieses Thema auch aufgegriffen haben. Und für einige von Ihnen waren ja auch in Salzburg dabei, auf der GI Salzburg, wo wir auch schon einen relativ umfangreichen Blog durchführen durften, konnten und auch mit hohem Interesse eigentlich durchgebracht haben. Und auch aus dem heraus wurde dann geboren, dass wir gesagt haben, wir wollen in den einen oder anderen Bereich ein bisschen tiefer hineinsteigen und deswegen heute auch dieses Forum im Endeffekt, dass man also noch ein paar Teilaspekte oder noch ein paar Informationen natürlich aufgreifen kann. Und wir werden dann auch versuchen, in der Podiumsdiskussion oder eigentlich in der offenen Diskussion, sage ich gleich dazu, also das soll jetzt keine Frontend-Veranstaltung dann zum Schluss werden, sondern hoffentlich ein lebendiges Gespräch mit allen, auch ein bisschen zu schauen, was könnte man in Zukunft wirklich machen noch. Ja? In welchen Richtungen könnte man etwas weiterentwickeln, etwas einfordern, etwas überlegen, wie auch immer. Also das soll auch so ein bisschen das Ziel des heutigen Nachmittags sein, dass wir auf der einen Seite wieder sehen, was viele von Ihnen schon in diesem Bereich machen, auch Geoinformation unterstützt, und dann aber auch ein bisschen darüber zu diskutieren, was könnten wir in Zukunft machen, wo fehlt uns was, wo können wir irgendetwas auch, ja, es ist immer so unbeliebt, aber wo könnte man ein bisschen Lobbyismus treiben, ja, dass irgendetwas weitergeht. Das ist so ein bisschen dieser Ausblick und dieser Lauf für den heutigen Nachmittag. Das Programm haben Sie gekriegt, ist auch digital vorhanden, wie auch immer. Durch den Nachmittag wird uns dann wieder in Ihrer gewohnt charmanten, aber doch dringlichen Führung die Petra führen, die dann immer auch darauf schaut, dass wir zeitlich halbwegs über die Runden kommen. Ich muss gleich entschuldigen, unsere liebe Vortragenden aus Villach, die Gerda Steiner hat leider aus Krankheitsgründen absagen müssen, deswegen haben wir ein bisschen Luft, sage ich einmal, dazu bekommen im Programm, aber trotzdem wird uns die Petra dann durch den Nachmittag führen. Zum Einstieg, der Schuldige, hätte ich fast gesagt, im positiven Sinne,
Der Wolfgang Dinkel möchte ein bisschen einführen in unsere Gedanken sozusagen, die wir als Ageo zu diesem Thema haben und auch zu seinem Projekt Dinkel, den wir Versis noch immer haben, und ich finde es immer nicht so schlecht, sage ich mal, möchte uns ein bisschen einen Einblick geben, was wir uns als AG und auch er im Besonderen überlegt haben und auch schon diskutiert haben und in Salzburg, sage ich mal, auch ein bisschen Informationen schon gekriegt haben. Gut, dann möchte ich gleich überleiten. Bitte, lieber Wolfgang, dass du deine Einführung bringst. Liebe AG-Gäste, eine kurze Projektinformation zum Projekt Versis. Für das Projekt Versis ist Ende 2012 entstanden. Und die Ratio dahinter möchte ich dann auch noch kurz präsentieren. Gleich vorab die Herangehensweise. Der Peter hat es eh schon skizziert. Wir haben also keinerlei politische Ansätze dabei. Wir haben auch nicht den Anspruch, eine fachliche Kompetenz einzubringen, sondern wir möchten diesen Themenbereich, welchen Verbrauch, Grundversiegelung, es gibt eine Menge Wörter dazu, möchten eigentlich anders angehen. Und der Fokus von der AGEO liegt als Dachverband für Geoinformation definitiv beim richtigen, korrekten Einsatz von Geoinformationen. Genau. Und was uns noch am Herzen liegt, ist auch ein Ansatz von Transparenz. Das ist ein automatischer. Ist der Ansatz der Transparenz und Open Data. Das ist besonders wichtig. Ja, wir sehen uns als Enabler und Promoter für diese Projektidee und auch als Stakeholder für den Einsatz von Geoinformationen. Die ursprüngliche Projektidee ist ja kurz präsentiert, damit ein bisschen die Ratio klar ist, warum, wie es überhaupt zu dem Ganzen gekommen ist. Es gibt viele Daten in Österreich, die Agrarflächen abgrenzen, Waldflächen abgrenzen. Es gibt aber nichts, wo man sagen kann, ich weiß mit Sicherheit, dass diese Fläche versiegelt ist. Die Frage ist, warum gibt es keine fixe Referenz, quasi einen Kataster von Flächen, die mit Sicherheit versiegelt sind. Der Parkplatz wird immer versiegelt bleiben, höchstwahrscheinlich, ein Gebäude auch, warum gibt es das nicht? So, also nicht explizit. Und so ist auch das Akronym entstanden. Versis sollte eigentlich ein geografisches Versiegelungsinformationssystem sein. Wir bleiben einen automatischen. So, und die Merkmale des Systems waren, alle bekannten versiegelten Flächen kommen in ein Repository, in eine Datenbank. Und besonders wichtig ist, es gibt unterschiedliche Definitionen. Eine versiegelte Fläche ist manchmal nach der Definition versiegelt, nach einer anderen wieder nicht. Das heißt, es muss jede Geometrie, die im System liegt, muss einer Definition entsprechen. Das ist ganz wichtig. Uns war auch ganz wichtig, alles möglichst Open Data, sprich Lizenz CC 3.4.0 und den Fokus auf Daten, Geoinformationen und wie gesagt nicht fachlich und auch nicht politisch. Das waren die ursprünglichen Ziele, zwei davon haben wir gestrichen. Ursprünglich wollten wir eigentlich einen Katalog oder eine Definition, eine zentral akkordierte Definition schaffen oder enablen, organisieren. Was ist versiegelt, was ist nicht versiegelt? Da haben wir bald erkannt, das ist nicht unsere Thematik, machen wir besser nicht. Die Erstellung eines Datensatzes, eines Versiegelungsdatensatzes, war uns jetzt anfänglich zumindest einmal zu groß. Wir haben gesagt, das geht im Moment nicht. Was aber bleibt, ist die Zahl, ist die Schaffung einer zentralen Informationsplattform. Und daraus haben sich jetzt diese Projektziele ergeben. Wir sammeln nur noch fachliche Definitionen und wollen diese dann einmal zentral publizieren, dass man nicht überall nachschauen muss, sondern eine zentrale Stelle hat, wo man nachschauen kann. Wir sammeln bereits bestehende Geodaten und bringen sie in ein System ein. Mehr dazu in der nächsten Folie. Und wir stellen eine Geoinformationsplattform. Mit Geo großgeschrieben, es geht wirklich darum, dass man Geoinformation platziert und nicht unbedingt den ganzen fachlichen Kontext dahinter, weil das sowieso bei den Datenlieferanten oder bei den Behörden oder Organisationen, die damit befasst sind, dann sowieso mit dabei. Und ganz wichtig ist Transparenz zum Thema Flächenverbrauch durch Geodaten schaffen. Wie gesagt, als AGEO ist das unser Thema, Geodaten, und wir wollen halt schauen, dass man Geodaten möglichst gut und professioneller einsetzt. Die Plattform soll auch dann also Darstellung von Daten ermöglichen und Verweise auf Downloadquellen und wie gesagt alles möglichst Open Data, damit es möglichst die Transparenz fördert. So, was soll das Projekt Versis im Endeffekt liefern? Versis ist der Projektname, das Produkt heißt dann anders, wir sehen es dann gleich. Es ist eine zentrale Sammlung von Definitionen zum Thema Bodenverbrauch, Bodenversiegelung.
Es ist eine zentrale Sammelstelle für Geodaten und es ist vor allem eine transparente Plattform für Darstellung und Downloading zu den Daten. Das wollen wir eigentlich erreichen. Ja, Daten gibt es eh eine Menge. Ich glaube, da werden viele im Publikum besser wissen oder besser Bescheid wissen. Das ist also die gängige Auswahl an Vektordaten, die es im Moment gibt, die man verwenden kann. Nicht alles in OGD, noch nicht OGD. Es gibt auch schon fertige Produkte, wie zum Beispiel die Auswertung des UPA im Auftrag von IOC. Das sind auch sehr interessante Daten, sind auch nicht Open Data, haben wir angefragt, mal schauen, was daraus wird. Flächenversiegelung.at gibt es mit einer alphanumerischen Auswertung. Also es gibt eine Menge Daten, die es schon gibt und die man verwenden kann und auch zentral auf eine zentrale Plattform zusammenführen kann. Was sind die nächsten Schritte? Die Webplattform erstellen. Es werden Karten drinnen sein, es werden auch Daten drinnen sein, auch Daten zum Download. Wir konzentrieren uns im Moment einmal auf bestehende Daten, muss nicht immer so bleiben, im Moment wollen wir das mal so belassen. Wir legen auch den Fokus auf Behördendaten, sprich große Hoffnung auf OGD, dass viele Daten OGD sind. Und es soll für den Nutzer, und es kann der Bürger sein, können Organisationen sein, eine Verwaltung, einen möglichst schwellenarmen Zugang zu Karten und auch zu den Ursprungsdaten gewähren. Ja, wir werden sukzessive Daten entbinden, nicht alle auf einmal, wir werden dafür sorgen, dass wir regelmäßige Datenupdates haben. Das heißt, immer wenn der unterliegende OGD-Daten abgedatet werden, möchten wir schauen, dass wir es möglichst bald nachziehen. Und wir suchen auch Kooperationen und Interessenten an der Plattform. Wenn jemand Interesse hat, mitzutun, sich irgendwie einbringen möchte, wer immer das ist, gerne willkommen. Wir sind da sehr offen und freuen uns über jede Beteiligung. Die Uhr da unten ist die Uhr, wo dann das Produkt liegen wird. Da ist im Moment eine Welcome-Seite hinterlegt, flächenverbrauch.at. Kann man übrigens mit Umlaut schreiben oder ohne Umlaut, funktioniert beides. Und ich mache jetzt keine zeitlichen Angaben. Gut, ich brauche Weile. Ich schätze mal, dass wir 2024 werden. Ja, genau, werden wir sehen. Gibt es Fragen jetzt einmal gleich zur Präsentation von Wolfgang? Anmerkungen, Ideen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie es gewünscht ist, ob das also die Diskussion wird eher auf später aufheben oder das jetzt gleich bringen. Mich zum Beispiel interessiert dieses Projekt, das jetzt da angekündigt ist. Das heißt, das jetzt war ein Pilotprojekt oder das war der Beginn dieses Projekts und wird das dann weiter ein AGEO-Projekt bleiben? Das ist ein AGEO-Projekt. Das ist bei uns auch schon gestartet. Wir haben sogar einen Projektauftrag dazu erstellt. Das rennt jetzt einmal. Und wir haben jetzt einmal diese Produkte, die wir jetzt definiert haben, die sind uns eigentlich so in den letzten 3-4 Monaten eigentlich eingefallen. Jetzt arbeiten wir mal dran. Und wenn einmal die erste Release heraus ist von flächenverbrauch.at, dann werden wir weiter schauen. Dann ist vielleicht das Projekt auch schon beendet, also zumindest in der initialen Erstellungsphase. Das heißt auch die technische Umsetzung, ein Portal, die Geodaten haltenden Tools und so weiter, das soll wirklich alles gemacht werden. Genau. Ja. Ein großes Ziel, ja. Das hoffentlich zu erreichen ist. Gibt es sonst noch Verständnisfragen, Fragen an den Wolfgang? Wenn nicht, dann danke ich dem Wolfgang sehr herzlich. Dann zum Herrn Michael Weiß, also Hochabsolvent, richtig? Von der Landschaftsplanung. Er arbeitet im Bereich Landnutzung, Bodensicherheit, biologische Sicherheit im Umweltbundesamt. Sehr wichtige, spannende Aufgabe. Und sie machen Landnutzungsanalysen und naturschutzfachliches und im naturschutzfachlichen und land- und forstwirtschaftlichen Kontext. Und insbesondere unter Verwendung von Geoinformationssystemen. Ich bin schon sehr gespannt auf das, was Sie uns zur neuen Methode zur Berechnung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung in Österreich sagen können. Und ich weiß, Sie repräsentieren eine ganze Gruppe, die hier hart an diesem Thema arbeitet. Dankeschön. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, auch seitens des Umweltbundesamtes möchte ich Sie herzlich grüßen. Mein Name ist Michael Weiß. Und ich darf Ihnen in Stellvertretung für meine Kolleginnen und Kollegen nun einige Kernpunkte, Aspekte unserer neuen Methode zur Berechnung der Flächenanspruchnahme
und Bodenversiegelung präsentieren. Was erwartet Sie in den nächsten 15 Minuten? Also ich werde am Anfang eine kurze Definition geben, was wir unter Flächenanspruchnahme und Versiegelung verstehen. Dann nur kurz streifen unsere alte, bisherige Methode zur Flächenanspruchnahme, aber dann schon überwechseln zu unserer neuen Methode. Dann eingehen auf die einzelnen Module davon, Verkehr, Siedlungsfläche innerhalb und außerhalb des gebieteten Baulandes, Freizeit und Erholung, Fernentsäuerung und auch unser Modul Energie, also Energieflächen Flächen für Photovoltaik und Windkraft, die wir zwar in den Monitoring unterziehen, aber nicht zur Flächenanspruchnahme ziehen werden. Dann werde ich auch noch eingehen auf unsere neue Methode zur Berechnung der Bodenversiegelung und dann noch ein kurzes Fazit und einen Ausblick geben. Ja, zu den Definitionen. Also grundsätzlich verstehen wir auch im Sinne der Bodenstrategie und der Flächenanspruchnahme alles, was alle genutzten Flächen, die nicht mehr für land- oder forstwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. Also darunter zählen wir die Straßen, aber auch die Straßenrandflächen, Verkehrsrandflächen, Gleitstreifen, die verstehen unter die Gebäude, aber auch die Hausgärten etc. Öffentliche Parkanlagen, Golfplätze. Unter Bodenversiegelung selbst verstehen wir dann wirklich nur die Flächen, die auch tatsächlich mit einer Wasser- und luftundurchlässigen Schicht abgedeckt sind. Also das sind dann wirklich dann rein die Gebäude, rein die asphaltierten Teile der Straßenfläche und betonierte Manipulationsflächen, Lagerplätze etc. Also die Versiegelung ist nur ein Teil der Flächenanspruchnahme. Und wie wir die bisher mal berechnet haben, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Also bis vor ein, zwei Jahren haben wir als einzige Datenquelle eigentlich verwendet die DKM-Regionalinformation des Bundesamtes für Eichen- und Vermessungswesen. Das sind statistische Flächenbilanzen für 26 Nutzungskategorien der DKM, die auf Katastralgemeinde zusammengefasst sind. Und da haben wir durch Selektion bestimmter Nutzungen dann die Flächenanspruchnahme berechnet. Also Sie sehen auf dieser Tabelle dargestellt, unter Flächenanspruchnahme ist gefallen Gebäude, Gebäudenebenflächen, Gärten, Straßenverkehrsanlagen etc. Also das war sozusagen unsere Berechnung der Flächenanspruchnahme, eine rein statistische Methode. Und für die Versiegelung haben wir diesen ausgewählten Kategorien der Flächenanspruchnahme einen gewissen Versiegelungskoeffizienten zugewiesen. Bis 2016 circa waren diese Koeffizienten aus der Literatur begründet. Dann haben wir so stichprobenartig durch Luftbildinterpretation für jede dieser Nutzungskategorien unseren eigenen Versiegelungskoeffizienten ermittelt und daraus dann auch die Versiegelung berechnet als Teil der Flächenanspruchnahme. Diese Zahlen kennen Sie vielleicht, die auch von uns veröffentlicht wurden. Da kommt dann also Österreich 83.000 Quadratkilometer circa, davon 5.750 Quadratkilometer Flächenanspruchnahme und wieder ein Teil davon die Versiegelung, also circa 2.500 Quadratkilometer. Diese Zahlen, die wir viele Jahre publiziert haben, jährlich mit den aktualisierten Daten des BfV, haben aber auch gewisse Kritik gefunden. Warum? Diese DKM-Nutzungsinformationen haben eine gewisse, die Aktualität ist, die Aktualisierung erfolgt nur anlassbezogen. Also es war nie, für uns nie klar, wann, also Nutzungen wurden nicht dann in die DKM übertragen, wenn sie tatsächlich stattgefunden sind, sondern vielleicht auch viele Jahre später. Also es war immer nur eine anlassbezogene Aktualisierung. Das Führungsmodell der DKM ist dann auch auf ihre Eigentumsverhältnisse ausgelegt, weniger auf ein Monitoring. Es gibt auch große Unterschiede bei der Vollständigkeit, zum Beispiel beim Gebäudebestand und dann auch immer wieder Umklassifizierungen von Nutzungskategorien. Sie sehen hier dargestellt zum Beispiel die Forststraßen 2012 und 2020. Sie sehen eine große Zunahme. Diese ist aber nur technisch bedingt, weil viele Straßenverkehrsflächen sukzessive als Forststraßen umklassifiziert wurden. Und das hat natürlich bei uns immer Probleme in der Interpretation der Daten hervorgerufen, weil die waren auch vorher schon Forststraßen und wurden eben nur fallweise eben als Forststraßen klassifiziert. Also das ist dieses große Problem gewesen der Aktualität.
Und wir hatten die Daten auch nicht räumlich zur Verfügung viele Jahre, sondern nur statistisch und konnten daher auch nicht wirklich die Changes von einer bestimmten Nutzung zu einer anderen quantifizieren. Man muss aber dazu sagen, dass die GKM auch nie dafür gedacht war, ein systematisches Flächenmonitoring durchzuführen. Also wir haben hier quasi hier Zweck entfremdet und es hat ja auch viele Jahre keine besseren Datengrundlagen gegeben. Bis dann 2021 der Game Changer kam, da wurde nämlich dann die DKM als OGD-Datensatz auch als Geodatensatz frei verfügbar. Und jetzt werden Sie sich, warum ist das der Game Changer, wenn ich jetzt gerade erwähnt habe, dass diese Daten ja so vielleicht problematisch sind bezüglich der Aktualität und thematischen Volatilität der eigenen Nutzungsklassen. Also wir haben hier einfach dann die Chance gesehen, diese räumliche Information, die jährlich, also mehrmals jährlich sogar in Stichtagen zur Verfügung steht, wir haben diese Chance gesehen, diese Geodaten zu nehmen und mit weiteren Daten zu verknüpfen und hier sozusagen diese Schwächen für ein Monitoring auszugleichen und so zu einem wirklich konsistenten Flächenmonitoring über viele Jahre zu kommen. Also das war unser Grobkonzept. Es soll räumlich explizit sein, im Gegensatz zu früher, wo wir nur statistisch gearbeitet haben, durch eben Kombination verschiedenster Behördendaten. Hier sind angeführt das digitale Landschaftsmodell des BIV, die Flächenwidmungsdaten der Gemeinden, die uns von den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden, die GIP, also die Grafintegrationsplattform als Verkehrsnetz, das AGWR, Gebäude- und Wohnregister, DKM. Immer noch verwenden wir die DKM als doch wichtige Grundlage, sowohl als die Grundstücksgrenzen, die Einlagezahl als auch die Nutzungsarten. Dann Fernerkundungsdaten wie der DLN-Gebäudedatensatz und LECOSGIS und der Waldleger des BFB. Ja, also dieses Grobkonzept haben wir dann bei der ÖROC haben wir Anklang gefunden und wir sind hier nicht alleine in diesem Prozess, also involviert sind neben uns auch die AG Raumbeobachtung, alle die ÖROC-Geschäftsstelle, also alle Mitglieder der ÖROC. Auch das BIV und die GIP-Koordinatoren sind in diesem Prozess involviert und von Datenseite auch verwenden wir hier natürlich dann Daten des Bundes, wie schon vorher dargestellt, der Länder und auch so für diese spezielle Fragestellungen auch zum Beispiel die OpenStreetMap, um Glashäuser identifizieren zu können, um Glashäuser auch von Wohngebäuden oder Industriegebäuden, Gewerblich-Künstlergebäuden unterscheiden zu können. Und diese Konzeptentwicklung, die ich jetzt dann vorstelle, die ist wirklich in dieser Gruppe entstanden und wir nehmen das auch wirklich als sehr konstruktive und sehr wertvolle Diskussion wahr, seitens des Umweltbundesamtes und wir sind wirklich sehr, ja, fast euphorisch hier mit dieser Datenqualität arbeiten zu können und auch mit diesen Partnern zusammen, weil ja auch hier dann gegeben ist, dass auch die Akzeptanz der Ergebnisse natürlich dann eine ganz andere ist, als die sie vielleicht früher war. Welche Module, welche Aspekte bearbeiten wir jetzt in unserer neuen Methode? Also gar nicht so ähnlich, unterschiedlich zu unserer alten Methode, haben auch wir hier eine Unterscheidung der Verkehrsflächen, exklusive der Vorstraßen und allem Erschließungswege und wirklich landwirtschaftliche Erschließungswege, die zählen nicht zur Flächenanspruchnahme. Bei der Siedlungsfläche unterscheiden wir Siedlungsfläche im gewidmeten Bauland und Siedlungsfläche im Grünland oder außerhalb des gewidmeten Baulandes. Die Konzeptentwicklung hatten wir schon letztes Jahr abgeschlossen. Heuer dazugekommen, erst letzte Woche fertig geworden sind die Module zu Freizeit- und Erholungsfläche und Flächenanspruchnahme für Fähr- und Entsorgungsanlagen, die auch außerhalb des gewidmeten Baulandes, muss ich dazu erwähnen. Also es gibt natürlich auch Freizeit- und Erholungsflächen im gewidmeten Bauland, aber in diesem Modul betrachten wir dann nur immer diese Flächen außerhalb des gewidmeten Baulandes. Andere Nutzungen führen wir dann auch mit, die brauchen wir für den statistischen Vergleich im Monitoring. Also das ist natürlich die landwirtschaftliche Nutzung, die forstwirtschaftliche Nutzung, Gewässer und der sonstige Naturraum. Und auch ein wichtiges Thema sind die Flächen in Anspruch oder die Nutzung von Flächen für PV- und Windkraftanlagen, die wir auch in dieses Monitoring-Konzept einbeziehen, aber nicht zur Flächenanspruchnahme ziehen. Also das ist auch in der Wohnstrategie so festgelegt worden, dass dieses Modul Energie, also Windkraftanlagen und PV-Anlagen, zwar einem Monitoring unterzogen werden soll,
aber nicht in die Definition der Flächenanspruchnahme dazu gezogen. Ja, bei dieser Folie möchte ich nur Sie hinweisen auf die Auswertungskategorien, die wir dann zur Verfügung stellen können. Also beim Verkehr unterscheiden die Autobahnen, Stellstraßen, Landesstraßen, B&L, sonstige Straßen und die Schienenverkehrsanlagen. Bei der Flächenanspruchnahme im gewidmeten Bauland können wir unterscheiden Wohnen, also überwiegende Wohnnutzung, überwiegend gemischte Nutzung, Industrie- und Gewerbenutzung oder sonstige Nutzung. Außerhalb der Baulanddichtungen haben wir keine Unterscheidungskategorien und auch bei Freizeiterholung und Fernbildsorgung machen wir keine weiteren Unterscheidungen, zum Beispiel in Golfplätze, Skipisten etc. Also diese Module werden nur als ein Wert von uns dann veröffentlicht werden. Und innerhalb dieser Auswertungskategorien dann auch werden wir berechnen den Prozent der versiegelten Fläche. So, diese Folie dient jetzt nur dazu, also bitte versuchen Sie nicht das zu lesen, das dient nur dazu, Ihnen zu zeigen, dass hinter diesen einzelnen Modulen eine komplexe Abfolge von Geodatenanalysen steht. Ich versuche jetzt in der gebotenen Kürze, zum Beispiel nur beim Verkehr einmal näher zu bringen, wie unser Hochprozess. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Okay, das ist gut zu wissen, ich habe noch viele Folien. Also hier ist unsere wesentliche Basisinformation immer noch die DKM, weil sie einfach eine sehr gute geometrische Qualität aufweist. Und sie ist der einzige Datensatz in Österreich, der auch den Verkehr wirklich in Fläche darstellt. Allerdings kann die DKM keine thematische Differenzierung in Autobahnen, Landstraßen etc. vornehmen. Ein Problem ist natürlich auch, dass wir in der DKM die Vorstraßen, es gibt zwar die Kategorie Vorstraßen, aber wie ich in der Folie vorher gezeigt habe, ist die Unterscheidung noch fließend. Also es gibt viele Straßen, die noch in der DKM enthalten sind, die eigentlich Vorstraßen sind. Also das war eine Herausforderung, die Vorstraßen herauszuselektieren und wir haben das dann nach dem Methodik Tirol, also Johann Nierentscheider von Land Tirol hat diese Idee geboren, die DKM, also die Flächeninformation der DKM doch mit der GIP, der Graphintegrationsplattform, zu verschneiden und sozusagen die Informationen, die in der GIP sehr gut vorhanden ist, sozusagen auf diese Polygone der DKM zu übertragen und dann sozusagen nur das aktuelle Straßennetz heraus zu selektieren. Also wir waren da viel in Kontakt mit den GIP-Koordinatoren der Bundesländer und haben die gebeten, uns die SQL-Abfragen zu ermitteln, was denn welche Abfragen wir verwenden können, um sozusagen das öffentliche Straßennetz in den jeweiligen Bundesländern darstellen zu können. Und damit konnten wir dann auch Polygone der DKM herausselektieren, die nicht mit der GIP überlagert sind. Andererseits gibt es auch den Fall, dass in der DKM Straßen noch nicht enthalten sind, die aber schon in der GIP enthalten sind. In diesem Fall haben wir dann mit Puffern gearbeitet. In der GIP sind vielfach die Straßenbreiten angegeben und wenn keine Straßenbreiten angegeben wurden, haben wir diese nur im Notfall diese Standardpufferwerte verwendet, um so zu einem Geodatensatz zu kommen, der das Straßennetz wirklich in Fläche und unterscheidbar in diese Kategorien, Autobahnen etc. Möglich macht. Dazu mal Fragen. Ja. Was ist mit Privatstraßen beispielsweise in großen Produktionsanlagen oder großen Industriebetrieben, ich denke da an die Föst und andere produzierende Gewerbe, die durchaus auch Grünflächen drinnen haben und versiegelte Flächen klassisch. Ja. Gehen die auch da ein? Also bezüglich Grünflächen oder auch Waldflächen in Verkehrsflächen, zum Beispiel bei der ÖBB oder Schienenverkehrsanlagen gibt es oft große Bereiche, also diese Parzellen, die kennen, sind oft ausladend groß. Also wir korrigieren auch diese Polygone mit, zum Beispiel im Indekos, also wenn auch noch landwirtschaftliche Nutzung stattfindet. Und wir ziehen auch die Waldflächen gemäß dem BfW-Waldlehr ab. Also das ist die räumliche Korrektur, die wir vornehmen. Zur inhaltlichen Frage, ob Privatstraßen enthalten sind, ja, also so, wir haben das, wenn es uns aufgefallen ist, dann immer in Rücksprache gehalten mit den GIP-Koordinatoren.
wenn wir gesehen haben, dass irgendwie Lücken entstehen im Straßennetz. Ja, also, ja, zum Beispiel oder Hafenfreudenau oder Hafenlinz. Ja. Das ist ja da ist es bei diesen Gebieten so, dass die wahrscheinlich dann sowieso als Betriebsfläche enthalten sind. Nicht als Verkehrsfläche, sondern wahrscheinlich in ihrer, ich weiß es nicht im Detail, aber ich vermute mal, dass die auch so ohnehin als Baulandfläche oder zumindest die Modulfernentsorgung enthalten sind. Passend zu der Frage wegen den Privatstraßen. Ja. Und von wo habt ihr dann die Information herbekommen betreffend der Versiegelung, ob das eine asphaltierte Privatstraße ist oder nur eine geschotterte Privatstraße? Ja, das war auch die Frage an die GIP-Koordinatoren, es soll das asphaltierte Straßennetz darstellen. Ja. Also, wie? Aber das ist ja zu 100% ist ja diese Versiegelung in der GIP ja nicht erfasst, ja, oder? Genau. Also das ist ein Annäherungswert. Ja, genau. Also auch, wir wissen natürlich auch, dass wir uns hier nur dem tatsächlichen Stand wirklich annähern. Aber wir sind der Meinung, das ist die bestmögliche Herangehensweise, um wirklich zu einer flächenhaften Darstellung. Das heißt, der Methode ALK, wo rein nur die DTM-Kategorie verwendet wird, hat man die Information eigentlich gar nicht gehabt, oder? Ja. Und bezüglich der Versiegelung, da kommen wir dann später dazu, die Versiegelung berechnen wir dann noch mit weiteren Daten. Also, okay, das bezieht sich eher auf den Flächen. Also nur weil wir jetzt eine Verkehrsfläche ausweisen, heißt es nicht, dass sie dann bei uns auch automatisch versiegelt ist. Also wir haben zwar gebeten, die GIP-Koordinatoren uns das Straßennetz, das asphaltiert ist, zu mitzuteilen. Wir berechnen aber dann auch die Versiegelung noch gesondert. Sonst noch Fragen zum Verkehr? Das ist natürlich ein großes Thema. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch jetzt nur das Modellverkehr. Ich könnte jetzt den eigenen Vortrag nur über den Verkehr halten. Also diese Folie dient wirklich nur dazu, Ihnen zu verdeutlichen, dass es eine komplexe Abfolge von Biodaten erfahren. Wo wir einfach gewisse Korrekturen vornehmen. Aber das würde den Rahmen jetzt einfach sprengen, weil ich möchte Ihnen auch noch die anderen Module vorstellen. Nämlich die Flächenanspruchnahme im und außerhalb des gewidmeten Baulandes. Bei der Flächenanspruchnahme im Bauland haben wir eine auf den ersten Blick sehr einfache Hypothese aufgestellt. Alles, was die Gemeinden als Bauland gewidmet haben, als Arbeitshypothese betrachten wir mal als in Anspruch genommen. Es sei denn, wir können mit zum Beispiel den Vekos oder dem Waldheer des BFW eine andere Nutzung feststellen, eben für Land- oder Forstwirtschaft. Also das ist unsere Grundhypothese gewesen, unsere Hauptfrage. Was ist denn nicht in Anspruch genommen im gewidmeten Bauland? Das ist, wie gesagt, nur eine vereinfachte Darstellung, weil wir uns dann auch noch weiter beschäftigt haben. Sehr großes Thema, die Baulandreserven. Also welche der Grundstücke sind denn zwar gewidmet, aber noch nicht bebaut. Da haben wir schon seitens des Umweltbundesamtes für die ÖHOG Vorarbeiten geleistet, für die Jahre 2014, 17 und 20 und eine Methode entwickelt, die hier eingeflossen ist. Wir betrachten ein Grundstück dann als bebaut, wenn sich darauf ein Gebäude, also mindestens ein Einzelobjekt befindet, das eine Mindestfläche von 50 Quadratmetern hat. Also dann zählt nach unserem Modell das Grundstück als bebaut. Ist ein Gebäude darauf, zum Beispiel mit einer Grundfläche von 49 Quadratmetern und einer Gartenhütte, die räumlich getrennt ist mit 4 Quadratmetern, ist es in unserem Modell als nicht bebaut drinnen. Also wir erheben aber auch die bebaute Fläche pro Grundstück. Also in unserem Datensatz sind diese Informationen durchaus enthalten. Also wie viele Gebäude befinden sich am Grundstück und ist das Grundstück laut unserem Modell erst gebaut oder nicht gebaut eingeschrieben. Und wir erheben natürlich dann auch, wie erwähnt, was ist noch landwirtschaftliche Nutzung im gewidmeten Bauland und was ist noch Wald. Außerhalb der gewidmeten Baulandwidmung war die Hauptfrage, was ist alles in Anspruch genommen. Hier haben auch wir wieder die Gebäude als Kristallisationskern genommen, also alle Gebäude mit einer Mindestgröße von 50 Quadratmetern haben wir mal als Flächenanspruchnahme angesehen und mit einem Puffer von 11 Metern versehen. Diese Zahl kommt aus das Land Steiermark, glaube ich, hat die ermittelt. Und die ist eine sehr, sehr, sehr erstaunlich zutreffende Zahl, wenn man das dann im Luftbild vergleicht. Also vielfach handelt es sich um landwirtschaftliche Gebäude und dass diese 11 Meter treffen ganz gut eigentlich so diesen ganzen Hofbereich. Aber wir korrigieren diesen Puffer von 11 Metern auch wieder mit Daten aus Invecos und dem BFW Waldlehr. Also es ist nicht nur diese 11 Meter Pufferfläche, sondern korrigiert um Invecos, Waldlehr. Wir verwenden auch hier nochmal die Kennnutzungsart der Gärten, weil wir auch gesehen haben, dass viele
Gebäude von einem Garten Grundstück umgeben sind und verwenden die aber nur dann, wenn die Gebäude und die Gärten die gleiche Einlagezahl haben, also die gleichen Besitzer aufweisen oder Besitzerin aufweisen. Diese 50 Quadratmeter sind unabhängig von der Grundstücksfläche, also egal wie groß das ist. Ja, okay. Genau. Also was wir nicht dann bei den Baulandreserven betrachten, ist ein Nachverdichtungspotenzial. Zum Beispiel ein sehr großes Grundstück. Dann gilt das gesamte Grundstück als. Ja, genau. Also man kann diese Grundstücke natürlich dann selektieren und finden, aber ob es ein bebautes Grundstück noch weiter bebaubar ist, also ein Nachverdichtungspotenzial, ist eine sehr interessante Fragestellung, die wir aber noch nicht beantworten können. Das heißt aber, mit der 50 Quadratmeter Grenze fallen da die Kleingärten darunter, weil in Wien gibt es ja diese Grenze von maximal bebauter Grundfläche von 50 Quadratmetern Im historischen. Ja? Ja. Genau, weil deswegen ist diese Zahl 50 Quadratmeter entstanden. Mhm. Und die Kleingärten sind aber der Definition auch Gärten und kein Bauland. Ja. Also deswegen sind die bei uns auch eher im Modul Freiland, Freizeit und Erholung. Und die dann sozusagen umgewidmet wurden zur Dauernutzung, sind die dann im Bauland drin oder im Kleingarten? Wenn sie irgendwann einmal umgewidmet werden sind und jetzt im Bauland sind, würden sie. Nein, es gab ja da so einen Zwischenstand, ein Schritt von der Stadt Wien, die halt manche so Kleingartensiedlungen für die Dauer und die ganzjährige Nutzung erlaubt haben, was aber nicht heißt, dass es sozusagen eine Grundflächenbebauung anders geworden ist. Mhm. Und jetzt dann sozusagen jetzt schon diese definitive Umwidmung im Bauland, dann sind sie jetzt in unserem Modul 21, also Flächenanspruchnahme umgewidmet Bauland und wenn das Gebäude unter 50 Quadratmeter ist, als unbebaut. Heißt das kleiner 50 oder kleiner gleich 50? Kleiner 50. Ja, wenn es. Okay. Ja. Auch hier nur zur Verdeutlichung des GIS-Modells. Also wir haben das dann tatsächlich mit Python Jupyter Notebooks gelöst. Also diese Entscheidungsbäume werden bei uns weitgehend dann automatisiert berechnet, natürlich nach der relativ umfangreichen Aufbereitung der Daten. Gibt es zu diesem Flächenanspruchnahme im und außerhalb des Baulandes noch Fragen? Ich glaube, was ich vergessen habe zu Wien. Mit Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz, das wäre dann noch eine weitere Stufe. Das wäre noch eine weitere Stufe, ja. Ist natürlich möglich mit dem AGW. Ja. Also wir verwenden auch, Maß für die Bebauung verwenden wir den Gebäudedatensatz des DLM, das digitalen Landschaftsmodell. Das sind Gebäude, die im Orthofoto erkennbar sind. Die hinken aber sozusagen maximal 3 Jahre der Aktualität hinterher. Dazu komme ich später noch. Und deswegen verwenden wir auch noch die Informationen des AGWR, ob ein Grundstück als bebaut gilt oder nicht. Also es kann auch sein, dass im Orthofoto das Gebäude noch nicht erkennbar ist, weil das Orthofoto aus dem Jahr 2020 ist, aber wir schon die AGWR-Informationen haben. Und theoretisch wäre dann auch möglich, die Unterscheidung in Hauptwohnsitz und Nebenwohnsitz. Aber welchen Einfluss hat das auf die Inanspruchnahme? Einfluss hat es keinen, aber für statistische Zwecke könnte es interessant sein. In Tourismusgebieten vielleicht. Ja, genau. Also auch für die Nutzung. Ne? Es ist ja die Frage, wie viel versiegelt ist und quasi als Nebenwohnsitz wird und was eigentlich als Hauptwohnsitz zur Verfügung stehen könnte. Ne? Ich versuche mir das zu merken und werde mir vorstellen, wir können jetzt irgendwo mal so auch in einer Seitenerhebung dann auswerten. Die Module Freizeiterholung, Fernentsorgung und Wind, die fasse ich hier auf dieser Folie zusammen, weil hier die Methodik sehr, sehr, sehr ähnlich ist bei diesen drei Modulen. Also hier verwenden wir auch wieder die jährlich aktualisierte Information des digitalen Landschaftsmodells, also die Gebietsnutzung. Also wir sind ja auch sehr, sehr froh, dass das BfV uns hier so tatkräftig zur Verfügung stehen und wenn wir Fragen zu den Daten haben, uns auch mit Erklärungen hilft. Ich weiß nicht, ob Kolleginnen oder Kollegen vom BfV auch anwesend ist. Also das ist wirklich auch das DLM eine sehr tolle Datengrundlage. Wir ergänzen diese Flächen des digitalen Landschaftsmodells dann noch mit Widmungsdaten, die uns
von den Bundesländern zur Verfügung gestellt wurden, eben die dann die Freizeit- und Erholungsnutzung darstellen oder eben die Fähr- und Entsorgungsflächen, also Abbauflächen, Deponien etc. Und in diesen Modulen verwenden wir auch noch die BKM-Nutzungsflächen, allerdings nur die Flächen des Jahres 2020. Das ist ein Fehler, sehe ich gerade. 2023, ja, stimmt doch. Die aber nicht in den Monitor. Also die werden sozusagen eingefroren und wir werden dann nicht für das Jahr 2023 dann die DKM 2023 verwenden, sondern also diese Auswertung der DKM 2023 bleibt stabil und wird sozusagen nur durch vielleicht aktuellere Nutzungen wie in Dekos oder den BFW Wahlklärer korrigiert. Der Flächenbedarf für PV- und Windkraftanlagen werden wir auch erheben, aber und den Monitoring unterziehen, aber per Definition werden diese Flächen nicht zur Flächeninanspruchnahme gezählt. Weil wir eben auch erwarten, dass es hier große Zuwächse geben wird, aufgrund des gebotenen Umbaus des Energiesystems. Und deswegen wurde auch im Sinne der Bodenstrategie entschieden, diese Flächen für PV und Windkraft nicht zur Flächenanspruchnahme zu ziehen. Gibt es dazu auch noch Fragen? Freizeitanlagen sind sehr unterschiedlich. Ja. Versiegelung kommt später, genau. Mhm. Noch eine Ergänzung zur vorigen Siedlung. Ja. In Niederösterreich zumindest wird jede Gemeinde angehalten, dass die Ball- und Reserven entsprechend auch planlich darzustellen. Das heißt, den Datensatz gibt es für die einzelnen Gemeinden, aber die Planungsbüros sind nicht gefordert, das abzugeben. Das heißt, sondern nur den gedruckten oder den PDF-Plan. Es gibt eigentlich, glaube ich, vereinzelte Datensätze zu dem Thema Reserve und nicht. Und so wie in Niederösterreich üblich, hat dann bebaut, wenn größer 100 Quadratmeter. Ja, weil ein Nebengebäude so unter 100. Ja, also und auch durchteilt. Also wenn das ein großes Grundstück ist und es nur zum Teil gebaut, dann muss das auch unterteilt werden. Wenn es gebaut ist, dann ist das Grundstück. Ich glaube, dass die Bundesländer hier alle unterschiedliche Regelungen und unterschiedliche Daten haben, was Baulandreserven betrifft. Das ist eben auch der Vorteil unserer Methode. Wir haben halt hier eine einheitliche Methode für ganz Österreich, die vielleicht abweicht von den Länderdaten, aber sozusagen zumindest die Vergleichbarkeit über ganz Österreich erlaubt. Also das muss natürlich immer im Hinterkopf behalten werden, dass unsere Definitionen von dem abweichen können, was vielleicht ist. Und die Eigentümerdaten, also zum Beispiel um herauszufiltern, Landesstraße, Autobahn, die würden ja da sein, aber wahrscheinlich nicht verfügbar als OBD natürlich. Also die Gemeinden bekommen ja die DKM nicht mit den Eigentümerdaten, genau. Mit der GDP. Aber wird nicht zur Verfügung stehen. Genau, also es gibt von der GIP, der Grafintegrationsplattform, einen OGD-Datensatz und einen Behördenabzug. Wir können hier auf den Behördenabzug. Na, auch von der DKM gibt es auch die Daten dahinter. Achso, ja, gibt es. Aber auch OGD ist mittlerweile die Einlagezahl. Also mit der Einlagezahl kann zumindest ermittelt werden, welche Grundstücke zu einer Person gehören oder juristischen Person zumindest. Der Name, Adresse etc. ist zwar nicht einsehbar, aber zumindest kann man ermitteln, innerhalb einer Katastralgemeinde gehören Grundstücke einer Person. Wo dann Autobahn vielleicht, wenn alle von der Asfinag zur gleichen Einlage oder eh dann ein paar 50 Einlagezahlen gesetzt, dann könnte man das auch so aussuchen. Ja. Aber wir haben auch von der Asfinag zum Beispiel, also nicht nur die GIP, die Länderkoordinatoren der GIP, sondern auch von der Asfinag und diese Abfragen, SQL-Abfragen übermittelt bekommen, welche Flächen. Also wir machen die Abfrage rein räumlich über die GIP. Und nicht über die Einlagezahl bei den Verkehrsflächen. Funktioniert sicher. Ja. Ja, nur zur Versiegelung. Da bin ich nicht so stark involviert wie in den anderen Modulen. Wie ich eingangs erwähnt habe, die Versiegelung ist bei uns ein Teil der Flächenanspruchnahme. Das heißt, diese Module Verkehr, Siedlungsflächen im außerhalb des Baulandes etc., das ist eine Maske. Und wir analysieren dann die Versiegelung nur innerhalb dieser Siedlungsmaske.
Und hier machen wir eine Kombination aus GIS-Daten und Fernerkundung. Also auch hier, ich fange vielleicht doch mit der Fernerkundung an, die LISA-Leitdaten des BfV. Das sind die Daten, die aus der Luftbildbefliegung kommen, und in Österreich wird alle drei Jahre, also ein Drittel Österreichs wird jedes Jahr beflogen und dann einer automatisierten Auswertung unterzogen. Also diese Daten haben dann eine Auflösung von 20 mal 20 cm und weisen sechs Kategorien auf: Gebäude, niedrige Vegetation, mittlere Vegetation, hohe Vegetation, Gewässer und alles andere. Also diese sechs Kategorien gibt es in der Information als OGD-Datensatz für ganz Österreich, das sind über 80 GB. Und wir verwenden dann die Information offener Boden, weil das für uns dann die versiegelte Fläche darstellt. Und jetzt haben wir dann das Problem, Sie können sich vorstellen, dieses Luftbild hat bildet einen Straßenraum ab, und ein Baum, der in den Straßenraum ragt, oder ein Baum, der ein Gebäudedach abdeckt, ist diese Datensatz so gut aufgelöst, dass sozusagen die Vegetation etwas von der Versiegelung wegknabbert und sozusagen auch die Versiegelung schmälern würde. Und deswegen gleichen wir das sozusagen aus, indem wir das dann mit dem GIS-Datum, zum Beispiel der GIP-Achse, den DLN-Gebäuden und den Parkplätzen sozusagen ergänzen. Also wir führen diese beiden Daten zusammen. Wir selektieren die Daten, die den offenen Boden, also nicht Vegetation darstellen eigentlich, und verschränken das mit den Geodaten der Gebäude und gepufferten Straßen und kommen dann so zu einem Ergebnis der Versiegelung, wobei wir immer nur ein Drittel, also jedes Jahr können wir nur für ein Drittel Österreichs eine Aussage machen, weil nur ein Drittel quasi dann ja neu beflogen wurde. Und ein Zyklus dauert dann bei uns 3 Jahre, also nach 3 Jahren wird bei uns dann so über den Zyklus vollkommen sein und wir dann sozusagen wirklich die gesamte Fläche, das Monitoring für die gesamte Fläche Österreichs betrachten können. Und weil diese Auflösung von 20 mal 20 cm natürlich unglaublich rechenaufwendig ist, aggregieren wir das letztendlich auf n mal 1 Meter hoch. Aber es, für uns, wir erachten das immer auch noch als ausreichende Genauigkeit. Ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel, auf das warten Sie vielleicht, und ich mal auch ein anschauliches Beispiel. Hier ein Autofoto, und so sieht das zum Beispiel für die Versiegelung aus. Also in orange können wir sehen die Daten aus der Fernerkundung, also LISA-LIGHT. Wir ergänzen LISA-LIGHT auch noch mit Copernicus-Daten aus diesen Gründen. Das sind die orange gehaltenen Flächen und in rot darüber gelegt dann die Ergänzung durch Wetterdaten. Und beide zusammen ergeben dann für uns die versiegelte Fläche. Wie schaut das dann in Kombination? Ach ja, da gibt es natürlich dann auch den Unterschied, Gebäude, die eingemessen wurden über die DKM. Also im Datensatz des digitalen Landschaftsmodells sind auch Gebäude der digitalen Katastralmappe enthalten, die das aufgehende Mauerwerk repräsentieren. Und bei Gebäuden, die dann aus der Luftbildinterpretation gekommen sind, haben wir dann natürlich das Problem der Dachübertroffung, also dass die Dächer natürlich einen gewissen Überstand aufweisen. Also wir wissen, dass wir bei Gebäuden, die aus der Fernerkundung kommen, die Grundfläche etwas überschätzen. Das Gesamtsystem, das sieht jetzt dann so aus, also im ersten Schritt ermitteln wir das Straßennetz, also dieses Modul Verkehr. Und hier sehen Sie zum Beispiel, dass hier eine Straße nicht enthalten ist, oder auch diese Straße, weil aufgrund der Informationen der GIP-Predatoren diese Straßen nicht im öffentlichen Straßennetz enthalten sind. Jetzt dazugekommen sind die gewidmeten Baulandflächen, also alle Flächen mit rechtsgültiger Baulandwidmung. Jetzt in Gelb Gebäude, die nicht im gewidmeten Bauland stehen. Hier können Sie zum Beispiel erkennen, diese 11-Meter-Puffer um Gebäude. Und dann die Analyse, welche Flächen zwar im gewidmeten Bauland sind, aber immer noch landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt sind. Also hier zum Beispiel haben wir noch Flächen, die laut Invecos landwirtschaftlich genutzt werden. Und hier haben wir auch Waldleer, BFW, Wald. Und jetzt nochmal in hellgrün eingerahmt sind die Baulandreserven. Also das sind dann jene Grundstücke,
im gewidmeten Bauland, die aber noch keine Bebauung mit einem Gebäude aufweisen. Und die letzte Folie ist dann sozusagen, was ist dann wirklich der versiegelte Anteil? Also diese Versiegelung, die erste Folie der Versiegelung ist ein Prototyp, da hatten wir die Module der fairen Entsorgung noch nicht, also die kämen hier noch dazu, also auf dieser Folie ist das noch nicht abgebildet. Also auch in diesen violetten gefärbten Flächen, Freizeiterholung, wird dann die Versiegelung noch nachträglich berechnet von uns. Das ist ja, Vergleich alte Methode, neue Methode. Ich möchte jetzt nur wirklich auf diesen Punkt hier eingehen. Den größten Vorteil sehen wir, dass wir einen wirklich genau definierten Zyklus haben, was die Aktualisierung betrifft. Also, das war früher mit den rein statistischen Daten des BV so nicht möglich, weil wir Änderungen erst dann erkennen konnten, wenn sie in der DKM eingetragen wurden, aber nicht, wenn sie tatsächlich erfolgt sind. Und jetzt können wir bei allen Datensätzen ganz genau feststellen, wann ist dieser Wechsel tatsächlich erfolgt. Und das wird Sie auch vielleicht interessieren, und das ist, geht nur ein auf die Geodaten. Also wir verwenden jetzt, wie Sie wissen, wie ich erzählt habe, viele, viele Daten, und in unserem Geodatensatz entstehen natürlich dann unzählige Silberpolygone, Splitterpolygone, teilweise gibt es auch kleinere Löcher. Also es ist ein topologisch nicht ganz kohärenter Datensatz, und wir sehen derzeit keine Möglichkeit, diesen als OGD-Datensatz wirklich zur Verfügung zu stellen. Es ist allerdings angedacht, dass auf Anfrage für Institutionen, für Universitäten, für Zivillichtigkeitsbüros etc. im Auftrag der ÖROG dieser Datensatz sehr wohl wirklich dann auch übermittelt und verwendet werden kann. Aber eine Veröffentlichung als OGD-Datensatz ist derzeit nicht angebracht. Ja, das überspringe ich jetzt. Das ist dieser Zyklus von 3 Jahren, den wir da anteilen, und das ist eine letzte Folie. Also das ist uns wichtig auch nochmal anzumerken, diese neue Methode ist ein gemeinsam entwickeltes Modell, also mit den Partnern der ÖROG, mit den Bundesländern, mit dem BfV. Also es ist nicht eine Methode von uns und unter unserer Umsetzung und Federführung, aber mit vielen wertvollen und wichtigen Inputs der Mitglieder der ÖROG. Wir haben sehr getrennte Betrachtungsebenen, Flächenanspruchnahme und Bodenversiegelung, und versuchen eben wirklich mit den durch Verknüpfung der aktuellsten Daten die Flächenanspruchnahme und Versiegelung so exakt darzustellen wie möglich. Aber der Fokus liegt eindeutig darauf, eine Basis zu schaffen für ein Monitoring. Also die Dokumentation von Veränderungen in den nächsten Jahren ist uns wichtiger als die, also ist uns das wichtigste Ziel. Also wirklich die Veränderungen gut dokumentieren zu können. Ergebnisse darf ich oder kann ich Ihnen noch nicht präsentieren, weil wir derzeit noch an die Bodenstrategie gekoppelt sind. Es gibt Bestrebungen in der ÖROG, das zu entkoppeln. Wir hoffen, wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende dann auch die Zahlen präsentieren können, wie sich die Flächeninanspruchnahme und Versiegelung mit der neuen Methodik präsentiert. Ja, und was ich auch schon angesprochen habe, offen ist noch die tatsächliche Bebaubarkeit zum Beispiel von Baulandreserven oder ein gewisses Nachverdichtungspotenzial von Flächen, die sehr groß sind, aber nur gering bebaut sind. Also das sind Aspekte, die wir natürlich, dessen wir uns gewahr sind, aber die wir zurzeit noch nicht beantworten können. Also das sind komplexe Fragestellungen und ja, liefern uns noch Stoffe für weitere Analysen. Das wäre es von meiner Seite. Und wenn es noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank für diese spannende Einführung. Ich habe gesehen, da war vorher eine Hand hoch. Die hat sich erübrigt. Wann die Zahlen da sind. Robert. zwei Fragen habe ich. Die eine ist, die DKM gibt es ja im Grunde auch beim BV als historischen Datensatz. Ja. Das heißt, im Grunde könnte man die Auswertungen ja auch sagen, in einer rückblickenden Perspektive machen. Ja. Ist das angedacht, möglich? Gibt es da irgendwie, gibt's da Initiativen in die Richtung? Also wir haben sogar mal angefragt. Das Problem ist,
Was wir da nicht haben, ist zum Beispiel das digitale Landschaftsmodell oder gewisse, oder in Dekos, dies gibt es auch, gibt es seit 2015, 2016 gut, aber also, da ist, wenn wir jetzt weiter in die Vergangenheit gehen, ist immer die Frage, ist das dann auch noch vergleichbar, wenn Datensätze oder der Waldlehrer vom BFW ist eine ganz wichtige Quelle für uns, um festzustellen, sind Bauernflächen ja immer noch bewaldet. Die haben wir nicht vor 2018. Okay. Also insofern ist dann der Vergleich immer schwierig. Ja. Also, in den Bundesländern. Okay. Also, ist auch ein Problem. Die zweite Frage ist eigentlich eher so eine Randbemerkung. Sie haben an einigen Stellen so diskrete Entscheidungen implementiert, wie zum Beispiel 50 Quadratmeter. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, wie genau die Flächenabgrenzungen von Gebäuden sind, Sie haben auch einen Punkt angesprochen, ja. Dachüberstände, dann ist es immer irgendwie ein bisschen eine heiße Sache, diskrete Werte anzunehmen. Ja. Gibt es da eine Sensibilitätsanalyse? Das heißt, wenn man sagt, was passiert, wenn ich 49 nehme, was passiert, wenn ich 52 nehme? Und vor allem, wo passiert dann was? Ja, wir haben uns geeinigt, einfach, wir mussten einen Grenzwert ziehen. Wir haben uns auf diese 50 Quadratmeter geeinigt, auch weil wir schon für die Euro im Jahre 2014 diesen Wert verwendet haben. In unseren Daten ist auch aber enthalten die bebaute Fläche in jedem Grundstück. Also, es ist dann nachvollziehbar, wie hoch ist die bebaute Fläche. Und die kann über 50 Quadratmeter sein. Also diese Auswertung ist dann auch nachträglich noch möglich, indem ich die gesamte bebaute Fläche in Betracht ziehe. Ja, oder sag mal die Grundstücke, die zwischen 48 und 41. Aber die kann man glauben oder nicht, diese ja, 50 Quadratmeter. Aber wenn man die DKM schaut und das mal vergleicht, dann sieht man, ja. Da gibt es schon Gegenden in Österreich, wo das... Ja, im Schrittmaß des Vermessungsadjunkten dritter Klasse. Ja, aber das ist bei allen Daten müssen wir davon ausgehen, dass sie nach den bestmöglichen Standards ermittelt wurden und auch zur Verfügung gestellt wurden. Wobei bei den 50 Quadratmetern, glaube ich, gerade in Zukunft, wenn wir jetzt schauen, es werden ja alle Tiny House und so weiter immer kleinere gebaut. Mhm. Ein Gegencheck, glaube ich, mit dem AGW ja online, ob da der Hausnummer gemeldet ist und der Hauptwohnsitz. Mhm. Also wir verwenden noch das AGW. Ja, aber wird dann auch ein Gebäude, das unter 50 Quadratmeter die Fläche dann als bebaut genommen? Weil ich habe da dann ordentlich einen Hauptwohnsitz gemeldet, damit wäre das für mich dann gleichwertig bebaut. Die Bauern daher sind nur eine Teilauswertung, die wir machen, die unerheblich ist für die Flächenanspruchnahme. Weil sie zählen auf jeden Fall zur Flächenanspruchnahme und auf diesem Wert liegt unser Hauptaugenmerk. Mhm. Die Unterscheidung in bebaut und unbebaut ist natürlich eine wichtige und interessante für die politische Entscheidung, aber nicht in unserem Fokus jetzt. Für Österreich mussten wir uns auf diesen Grenzwert einigen. Mhm. Die übliche Frage ist AGEO, warum nicht OGT? Weil, wie gesagt, dieser Datensatz hat, ja, wir müssen ihn gut aufbereiten, also topologisch bereinigen. Wir haben Millionen von Sliver-Polygonen etc. Wir haben sie in Salzburg auch kurz andiskutiert, ne, weil das wäre auch so eine Initiative, die ich mir durchaus vorstellen könnte, auch in OGT. Das ist ein Aufwand, das ist kein Thema. Ja, ja. Aber wenn das... daran sollte es eigentlich nicht scheitern, sage ich jetzt mal so. Also, aber dass man da schon den Lobbyismus betreiben könnte und sagt, ja, ist klar, das ist in eurem Auftrag nicht drinnen, das ist auch in diesem Projekt nicht drinnen, aber das wäre so eine Initiative, die wir ja mit AG und dann mit dem Versis natürlich starten könnte und sagt, okay, jetzt zeigen wir auf, liegt es wirklich nur an technischen Problemen und können wir diese technischen Probleme quantitativ einschätzen und können wir eine Lösung finden oder gibt es auch andere Gründe noch, die ja auch... Ja. Schweden, sage ich jetzt einmal. Wir harren jetzt einmal der Veröffentlichung der Zahlen. Also das ist mal für uns das Wichtigste, dass wir zumindest einmal die Zahlen, das habe ich nicht erwähnt, jetzt angestrebt wird eine Herunterbrechung auf Gemeindeebene. Also früher war angedacht Bezirksebene, ich glaube in der letzten Sitzung der Stur wurde beschlossen, Gemeindeebene, also die Daten werden dann auf Gemeindeebene abrufbar sein. Das ist für uns jetzt mal das Wichtigste, dass die Zahlen rauskommen. Vielleicht losgelöst von der Bodenstrategie, wenn sich deren Beschluss noch weiter verzögert. Dann widmen wir uns dem Monitoring, da müssen wir uns noch Gedanken auch machen über die Feststellung dieser Changes, also weil wir werden auch gewisse technische Changes drinnen haben, weil die keine tatsächlichen Landnutzungsänderungen sind, sondern durch Neuklassifizierung des einen oder anderen Datensatzes. Also da stecken wir jetzt gerade auch mittendrin, dieses Monitoring-Konzept zu entwickeln. Und dann schauen wir, wie wir und wie
es eine Möglichkeit gibt, die Geodaten veröffentlichen zu können. Aber wie gesagt, auf Anfrage für Institutionen, für Universitäten etc. soll es die Möglichkeit auf jeden Fall geben, Zugriff auf die Daten zu bekommen. Wenn das jetzt zwei kurze Fragen sind, dann lasse ich sie noch zu. Wenn nicht, verschieben wir es auf die... Mir würde kurz interessieren, ob Sie verglichen habt, die Zahlen aus der Methodik alt und Methodik neu? Oder ist das überhaupt nicht verglichen? Ja, haben Sie natürlich verglichen, ja. Aber ich kann noch keine Ergebnisse nennen. Weil ja die Zahlen... Ja, um die Spannung zu erhöhen. Ja. Das heißt, die Zahl, und da haben wir am Anfang, das hat davor gestanden, glaube ich, österreichweit 5.800 Quadratmeter. So circa, ja. Quadratmeter ist ja momentan die offizielle. Genau. Gibt noch nicht besser. Genau. Gut, dann die allerletzte. Danke. Zu der einen Folie, wo Sie gesagt haben, beim Straßenraum wieder, wo, weil die GIP-Koordinatoren die Straße nicht gemeldet haben, der eindeutig versiegelt war, aber deswegen ist sie aus der Auswertung herausgefallen, weil sie... Ja. Koordinatoren nicht empfohlen haben. Warum oder habt ihr auch schon mal gerechnet, einfach die komplette GIP mit der Luftbildverfügung verschnitten? Weil dann brauchte ich ja keine Einschränkung vom GIP-Koordinator, oder? Weil dann die... Aber das Problem wäre, dass wir dann auch viele Forststraßen drin hätten, viele landwirtschaftliche, wirklich rein landwirtschaftliche Erschließungswege, Armerschließungswege, und das ist viel. Und das würde dann wieder noch das nach oben verzehren. Also wir haben es nicht gerechnet, aber wir haben uns dieses Straßennetz, das wir dann bekommen haben, sehr viel intensiv auch verglichen mit Luftbild. Und natürlich gibt es immer wieder mal kleine Lücken, wo die eine oder andere Straße vielleicht auch in der GIP falsch klassifiziert ist. Also kleinere Lücken gibt es. Aber wir gehen davon aus, dass wir wirklich die bestmögliche Beschreibung des öffentlichen Straßennetzes so jetzt haben und in der Fläche repräsentieren. Vielleicht könnte man diese Information halt komplett der GIP verschneiden mit der Luftbildverfügung, den GIP-Koordinator mal rückmelden, was da eben nicht jetzt hineinkommt, ja, und was drinnen sein sollte, weil vielleicht könnten wir dann ich bin als Vertreter von der Stadt hier, vielleicht könnten wir dann die Kategorien anpassen, damit die nicht durchgehen. Aha. Weil zum Beispiel Wien hat die ganzen Parkwege nicht gemeldet, aber es gibt Parkwege, die geschottert sind, aber natürlich im Radhauspark habe ich nur asphaltierte Wege. Und vielleicht ist dieser Ansatz, dass man mal einfach diese Informationen zurückgibt, was nicht reinkommt, und die Koordinatoren sich dann vielleicht an die Kategorisierung. Ich schreibe mir das auf, wenn wir jetzt mit dem Geber Banko besprechen. Aber das sind wirklich auch sehr rechenaufwendige Prozesse. Also vor allem dann die Verschneidung mit dem LISA-Leitdatensatz. Also das ist nicht was, das man jetzt so schnell mal ausprobiert, sondern das frisst richtig Rechenkapazität. Und deswegen sind wir da immer etwas am Limit, sage ich mal so, von den Ressourcen. Manueller Weißenbeck, Bereichsleiterin Geoinformation von der Steiermarkischen Landesregierung. Und die Manuela ist Raumplanerin, richtig? Genau. Das heißt, auch ein Machtwort, und ich gebe es auch ganz kurz drauf. Okay, jetzt sind wir ready to go. Wir freuen uns weiter auf die Okay, von sonst haben wir nicht keine Kollaboration. Sehr gut. Bitte, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier beim AGEO-Forum. Bin ich gefragt worden bei der GI Salzburg, ob ich wieder dabei sein will zu diesem Thema, und auch sehr gerne. Ich habe mich jetzt in den letzten eineinhalb, fast zwei Jahren sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil ich sowohl in der AG Bodenstrategie, in der ÖROC Mitglied bin, als auch in der AG Raumbeobachtung. Also ich war so ein bisschen mit das Bindeglied zwischen dieser GIS-Sicht und dieser Raumplanungssicht da ein bisschen immer übernommen. Und ich glaube, das Thema ist jetzt angekommen, man sieht es, es ist in den Medien sehr stark angekommen, es ist auch zum Beispiel jetzt auch hier angekommen. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, wir müssen das immer wieder auch am Kochen halten, weil ich glaube, gerade wir als Raumplaner, wir wissen, das ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns immer schon beschäftigt haben, und eigentlich müssen wir jetzt da wirklich ein bisschen auf das Boot aufspringen und sagen, jetzt endlich ist es auch ein bisschen in der allgemeinen Köpfen und Bevölkerung in allen möglichen Bereichen auch angekommen. Und ich meine, die Problematik wissen wir, was so abläuft bei uns in Österreich. S7, gerade aktuelles Projekt in der Steiermark, Verbindung in Richtung, also Burgenland Richtung Ungarn. Da haben wir ungefähr eine Inanspruchnahme, eine neue von 100 Hektar
das ist nur diese eine Straßeninfrastruktur, dieser Neubau dieser S7. Wir haben riesige Gewerbeindustrieflächen, die neu gebaut werden. Und wir haben natürlich auch diese klassischen Wohnbebauungen, Zersiedelungen. Und wir haben einfach eine massive Fläche in Anspruch genommen. Und sie ist zwar in den letzten Jahren ein bisschen gesunken, das haben wir so aus diesen Zahlen ja immer gesehen, dass es, also die Camp-Zahlen zumindest, aber es ist auch noch viel, viel zu hoch. Wir haben jetzt ungefähr so 11 Hektar pro Tag an Inanspruchnahme. Das Ziel der Regierung, wir haben da in ihren Regierungsprogrammen das Ziel von 2,5 Hektar an neuer Fläche in Anspruchnahme aufgenommen. Und aus dem heraus ist ja dann auch diese Bodenstrategie entstanden, wo die ÖROC beauftragt worden ist, diese Strategie zu entwickeln, um eben den Boden, den wir für unsere Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft und auch Forstwirtschaft benötigen, auch in Zukunft noch zur Verfügung zu haben. Und dieser Prozess war sehr intensiver. Und es ist, jetzt ist ein Entwurf ist da. Ich hoffe, die Bodenstrategie wird noch beschlossen. Und Ausgangspunkt war ja eigentlich so diese EU-Bodenstrategie, wo eigentlich bis 2050 ja eigentlich von einem Netto-Null-Verbrauch eigentlich von oder in Anspruchnahme von Boden ausgegangen werden soll. Das heißt, es wird eigentlich gesagt, man soll bis 2050 gar keinen neuen Boden mehr verbrauchen oder in Anspruch nehmen, sondern es soll dann nur mehr rückgebaut werden, Ausgleichsflächen, wie auch immer. Das ist sozusagen jetzt von der EU-Ebene mal diese Vorgabe, diese Vision für 2050. Und in der jetzigen Bodenstrategie hat es dann so generelle Ziele gegeben, einzelne Ziele und auch 44 Maßnahmen, die dann in einem Aktionsplan, der dann folgen soll, auch umgesetzt werden sollen. Dazwischen steht eben genau dieses Projekt, das wir eben, wo das UBA eben uns unterstützt hat in der ÖROC, wo wir sagen, wir brauchen auch Zahlen dafür. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen schauen, wir müssen die Fläche in Anspruch nehmen, die Versiegelung runterkriegen, dann müssen wir wissen, wie viel gibt es jetzt und wie viel gibt es dann, was hat sich getan, haben unsere Maßnahmen überhaupt Erfolg gezeigt. Und daher eben dieses Monitoring, diese Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung, ein super Modell, wo wir wirklich alle Bundesländer, alle Beteiligten, und dabei waren, wirklich einen super Konsens gefunden haben. Und sagen, das ist erstmalig jetzt wirklich ein österreichweiter, konsistenter Datensatz, mit dem man weiterarbeiten kann. Aber bei dem soll es ja nicht bleiben. Wir wissen zwar jetzt dann Flächeninanspruchnahmen, wie verändert sich das, aber wir haben eben sehr viele Maßnahmen und die sollen ja umgesetzt werden. Und für diese Maßnahmen werden wir aus der Geoinformation natürlich auch viele Daten liefern müssen. Also es wird wahrscheinlich an uns viel herangetragen werden, wir müssen das ja irgendwie, die Maßnahmen ja auch dann umsetzen. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal in meiner Präsentation, will ich auf diese Maßnahmen eingehen, der Bodenstrategie und so ein bisschen aufzuzeigen, was braucht man für die Daten, für die Geodaten in Zukunft, ein bisschen in Richtung Diskussion dann später. Also die würde ich wirklich ein bisschen so hineinwerfen. Das ist überhaupt nichts Vollständiges oder so. Ich habe mir einfach mal ein bisschen das einmal so angeschaut, was wird da so sein. Eine Maßnahme ist die Festlegung von landwirtschaftlichen Vorrangzonen. Das machen wir in der Steiermark schon sehr lange. Und dazu braucht man einfach Grundlagen. Ich kann nicht eine Vorrangzone einfach irgendwie ausweisen. Ich brauche Bodenfunktionskarten, ich brauche, welche Flächen sind wirklich jetzt für die Lebensmittel, Futtermittelproduktion da, wo gibt es zusammenhängende Flächen, die wirklich auch noch zusammenhängend gut genutzt werden können, zum Beispiel. Eine Maßnahme ist auch die Sicherung von multifunktionalen Grünzonen. Wenn ich solche haben oder ausweisen soll, dann muss ich mal wissen, was sind eigentlich meine Flächen vom Naturschutz, wo sind Biotopverbünde, wo sind Wildkorridore, die vielleicht auch noch dranhängen, wo sind Hochwasserbereiche, weil es sind ja so diese grünen Flächen auch so ein bisschen so diese Multifunktionalität, auch Überflutungszonen, wo sind Erholungs- und Freizeitflächen, etc. etc. Ich glaube, da kommt dann noch sehr viel dazu, damit ich ein gutes Modell aufstellen kann, zu sagen, das sind meine multifunktionalen Grünzonen, die ich dann ausweise. Wenn es um Reduktion von Bauland im Außenbereich geht, muss ich einfach mal wissen, wo sind meine Baulandreserven, wo sind ja gerade die Baulandreserven an den Rändern der Ortskerne und wo ist überhaupt mein Ortskern? Also das werde ich nachher dann nur ein kurzes Beispiel dazu sagen, zu dieser Ortskernabgrenzung. Ich glaube, das ist auch wirklich gerade für den Baulandbereich und Baulandreserven eine sehr wesentliche Geschichte, diese Ortskerngeschichte. Und Einschränkung von Bauten im Freiland, da muss ich auch mal wissen, okay, was sind das für Bauten im Freiland, wie entstehen die,
Freiheit der Flächen, Festlegung von Freiheit der Flächen, da brauche ich auch irgendwelche Grundlagen, wenn ich das dann wirklich an einer Verordnung zum Beispiel dann gießen will, da braucht er sehr viele Grundlagen. Das Ziel der Unterbindung der Zersiedelung, da gibt es dann ganz klar auch drinnen, dass es irgendwann einmal in Richtung Kontingente geben wird vielleicht. Das ist jetzt eine große Diskussion, soll es Kontingente geben oder nicht. Aber da muss ich dann auch einmal wissen, okay, wie leite ich denn so ein Kontingent ab? Es kann natürlich jetzt in einem sehr dynamischen Raum, in einem städtischen Raum, wird es wahrscheinlich eine andere Dynamik geben und da wird es vielleicht auch mehr ein Kontingent brauchen als im ländlichen Raum. Gehe ich da zum Beispiel in Richtung Raumstrukturen und pro Raumstruktur gibt es dann verschiedene Kontingente. Da brauche ich wieder sehr viel Geodaten, um diese Raumstrukturen abzubilden und das abzuleiten. Eben wo brauche ich die Flächen? Wie viel? Wo sind vielleicht auch welche sinnvoll? Kompensationsflächen, da muss ich einmal schauen, wo gibt es jetzt schon Kompensationsflächen, weil wir dann irgendwie doppelt vielleicht oder wie immer, also das muss man sich auch anschauen. Begrenzung der Bau- und Siedlungsentwicklung, da brauche ich auch einmal aktuelle Stände von Flächenwidmung, brauche ich Baulandreserven, eben auch wieder die Abgrenzung der Ortskerne. Und da will ich einen kurzen Beispiel von uns jetzt in der Steiermark sagen, wir sind jetzt gerade sehr intensiv damit beschäftigt mit der Ortskernentwicklung, wir haben jetzt einen eigenen Ortskernkoordinator für die Steiermark. Und da haben wir jetzt einmal von uns vom GIS für die Diskussion vor Ort, wo es um die Abgrenzung der Ortskerne geht, haben wir einfach einmal ein Modell entwickelt, wo wir ganz viel Geodaten hergenommen haben und gesagt haben, sei es die Baulanddaten, Kategorien, ÖV-Einzugsbereiche, wo sind Altbestände von Gebäuden, also das sind sehr historische Gebäude, sehr viele Kriterien mit Gewichtungen. Und da haben wir dann einmal so einen inneren Kern und so einen äußeren Kern, das haben wir wirklich für die gesamte Steiermark einmal durchgespielt. Und das ist dann Grundlage für eine Diskussion, eine weitere. Wo soll ich noch weiterentwickeln? Wo sind vielleicht Verdichtungsbereiche? Wo will ich vielleicht gar nichts mehr machen? Und das ist dann sozusagen für die Diskussion in den Ortskern, für die Ortskerne vor Ort sozusagen. Und natürlich genau für dieses Ortskernthema, das ist ein großes Thema, diese Innenentwicklung. Weil wenn ich auf eine Netto-Null-Flächenanspruchnahme dann bis 2050 hingehen soll, muss ich mir natürlich überlegen, wo gibt es, wo kann ich denn noch was entwickeln? Wir werden natürlich irgendwie noch Flächen brauchen, das ist klar. Da muss ich dann wissen, wo gibt es Nachverdichtungspotenziale. Im Arbeiter sind die Ortskerne, ich muss aber auch mal anschauen, die Klimadaten, Hitze, Insel, Kaltluft, Schneiden, wo muss ich dann auch noch was freilassen, wenn ich verdichte? Oder im zentralen Raum, in den zentralen Räumen, wo sind Radwegenetze vorhanden, wo brauche ich sie noch? Also das sind alles so nur mehr Beispiele für diese Besiedlungsstrukturen. Wenn es um Mobilisierung geeigneter Baulandreserven geht, muss ich mal wissen, wo sind die Baulandreserven, weil sonst kann ich sozusagen da jetzt auch keine Maßnahmen treffen. Recycling von Brachflächen und Leerständen, Leerstand haben wir jetzt erst schon mal kurz erwähnt, ich muss natürlich wissen, wo sind denn meine Brachflächen, wo sind meine Gebäude, die leer stehen, wo kann ich denn noch, wo habe ich Bereiche, die, wo ich vielleicht auch noch was wegreißen kann, Gebäude, wo ich was Neues hinbauen kann, das muss ich halt auch wissen. Und diese Daten werden sicher in Zukunft, und man sieht es auch jetzt, wir haben ja in der Steiermark jetzt auch eine Leerstandsabgabe eingeführt, also die Gemeinden können das ja auch einführen oder einheben, aber natürlich ist es extrem schwierig, jetzt das zu erheben, was ist denn eigentlich ein Leerstand. Ne? Und das ist, werden wir noch einiges zu tüfteln haben. Und Förderung von Entsiegelung, eben das Thema versiegelte Flächen. Ich muss wissen, wenn ihr Förderung habe für Entsiegelung, muss ich wissen, gibt es jetzt eine versiegelte Fläche und wie viel ist das? Und wenn ihr da Förderung habe, muss ich das natürlich auch irgendwo festhalten können. Wichtig, für mich auch, glaube ich, total wichtig, ist eben auch diese Bewusstseinsbildung und diese Öffentlichkeitsarbeit. Weil ich glaube, wir sind uns eh alle einig und ich glaube, die Experten wissen eh, dass wir da irgendwie was tun müssen und dass da ein Handlungsbedarf ist, aber ich glaube, dass in den Köpfen der Bevölkerung, der breiten Bevölkerung, da noch nicht so viel da ist. Und, wir haben zwei Beispiele jetzt auch, wo wir versuchen, das an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben einen Atlas der Landesentwicklung und den sage ich dann kurz her. Ich gehe jetzt einmal kurz weiter, weil ich glaube, das. Und da ist dann auch Wunsch- und Bildungsforschungsaufgabe, das heißt Geodaten zur Verfügung stellen. Natürlich, OGD wäre natürlich sinnvoll, diese Daten der OGD bzw. für Forschungs- und Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Das geht Hand in Hand mit diesen Dingen. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz diesen Atlas der Landesentwicklung noch herzeigen. Das ist im Prinzip, ist ein bisschen so ein
gemeinsames Projekt mit der Statistik gewesen, wo wir gesagt haben, dass man einfach mal ein bisschen aufzeigt, ich probiere es mal per Gerd, dass das nicht gegangen ist. Probieren wir es? Im Prinzip sind es einfach Indikatoren. Ich sage jetzt mal ein Thema her, die jetzt für uns da jetzt nicht interessant sind. Zum Beispiel haben wir die Baulandreserven. Und wo ich einfach mal ganz, ganz plakativ zeigen kann, wie schauen denn die Baulandreserven in den Gemeinden aus? Die Zahlen ganz, ganz anschaulich, also wirklich auch für die Bürger draußen, für die Bürgermeister, für die Gemeinderäte, zu schauen, wie steht denn da eigentlich im Vergleich zu den anderen, wie schaut meine Region so aus? Ja? Ich kann das dann auch auf verschiedene räumliche Ebenen, ich kann den politischen Bezirk anzeigen lassen, die Region, und kann auch bei, wo ich auch Entwicklung habe, also bei, dem, bei der Bevölkerungsentwicklung zum Beispiel, das ist eher klassische, habe ich dann auch die Möglichkeit, noch das also zum, den Jahren zu verfolgen, wie hat sich jetzt die entwickelt. Ich glaube, solche Module sind einfach total wichtig, um schnell so sehr zu zeigen. Wenn wir die Daten dann haben von der Flächenanspruchnahme und Versiegelung, können wir das natürlich dann auch da einbauen und können wir das natürlich sehr plakativ und schnell für alle irgendwie, das kann man also dann auch downloaden als JPEG, als dass man es auch verwenden kann für irgendwelche Berichte oder so, sehr schnell. Also das ist so das eine Tool. Und was für uns heuer eine ganz wichtige Geschichte war die Steiermark-Schau. Das ist sozusagen ein bisschen so die Nachfolger der Landesausstellungen, die es glaube ich in anderen Bundesländern noch gibt. Die ist bei uns jetzt alle 2 Jahre. Und die Kuratorin, die das macht, die liebt Karten und die findet auch, dass man mit Karten sehr viel transportieren kann. Und deswegen sind wir jetzt schon das zweite Mal dabei bei dieser Steiermark-Schau. Und wir haben auch dann eben in diesem Pavillon, der in Schloss Herberstein jetzt da steht, es geht eigentlich so ein bisschen um den Klimawandel auch. Und wir haben da auch einen sehr prominenten Platz auch bekommen, wo wir auch über Versiegelung, und auch in Klimageschichten, es ist halt Stadt Graz mit dem KISS, paar Sachen sind da dabei gewesen. Also es ist wirklich einmal was, wo einfach, glaube ich, immer sehr viele Leute erreicht werden, die sonst mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Und auch der Film ist wahnsinnig gut und also das, wer noch Zeit hat, das ist noch bis Anfang November, ist es noch in Herberstein anzuschauen, das ist wirklich, wirklich eine tolle Geschichte geworden. Und ich glaube, da sind wir alle ein bisschen gefordert, da auch mitzutun. Ja, dass wir auch da nicht nur unsere Daten da irgendwo in unserem Kämmerlein da irgendwie schaufeln, ja, und wir haben dann alles, aber ich glaube, man muss einfach auch das an die Leute bringen und die Bevölkerung bringen. Ich glaube, das ist, von mir, weil wir haben so eine schöne Landschaft und ich möchte, dass meine Kinder, meine Enkelkinder vielleicht auch noch das so sehen und dass jetzt irgendwie dann alles nur zugebaut ist und überall. Und ich glaube, wir haben da eine große Verantwortung und wir können viel dazu beitragen. Vielen Dank, Manuela, für diese tollen Einblicke. Gibt es Fragen? Diskussionsbeiträge dazu? Okay, ich weiß zwar den Namen nicht. Martina Scherz. Martina Scherz, bitte. Und zwar ein Hinweis zu der Frage, wie findet man den Leerstand heraus? Da hat sich das südliche Weinviertel was überlegt dazu. Und zwar ein Bürgermeister hat sich immer hingesetzt und geschaut, welche Daten hat er alle. Also nicht Geodaten, sondern sonstige statistische Daten. Und hat einen ganz schlauen Weg gefunden. Und die sind übereingekommen, die 13 Gemeinden, dass das alle so gleich erheben. Und die machen das jetzt und kann ich gerne in Kontakt herstellen. Ja, super. Ja, es gibt uns einige Anfragen in den Bereichen. Und die Gemeinden haben halt da ganz genaue und ja. Vieles lässt sich ja sehr gut mit den Ver- und Entsorgern lösen. Wenn man die Daten kriegt. Ja. Das wäre der einfachste Ansatz. Wäre ja, wenn man es kriegen würde, die Daten. Das gibt man Gott sei Dank aber Kommunalbetriebe. Wolfgang. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar diese Daten, wie gesehen, und diese Erhebung finde ich eine super Sache, zum Beispiel auch diese Baulandreserven. Gibt es da Tendenzen Richtung Geoland, dass das quasi ein Zusammenschluss der Länder wird, dass alle das Gleiche haben, in der gleichen Datenqualität und auch in der gleichen Definition? Den Atlas jetzt? Ja. Nein, das ist jetzt einmal ein reiner Produkt von uns. Ich meine, es war eigentlich, bei uns ist der Atlas eigentlich so entstanden, dass wir eine Landesentwicklungsstrategie beschlossen haben im Land Steiermark.
Und der Atlas dient ein bisschen so als Monitoring für diese Ziele in dieser Landesstrategie. Und deswegen ist es dann rein natürlich auf der Steiermark-Ebene. Und natürlich könnte man es auch ausbauen. Ja. Also es wäre sicher gegeben. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen so, letztes Mal hat es ja auch mal, habe ja die von Statistik Austria, die haben jetzt auch schon einen sehr guten Atlas. Ja. Und ÖROG-Atlas soll jetzt auch neu strukturiert werden. Und natürlich müssen wir jetzt eher ein bisschen schauen, wie wir mit unserem Atlas jetzt dann, welche Schienen wir da auch geben. Weil wir eher versuchen, glaube ich, Daten so, wirklich die Steiermark-Daten dort unterzubringen, weil ich glaube, so die normalen Bevölkerungsdaten gibt es eher Statistik Austria sehr viel. Ich glaube, man muss das also ein bisschen jetzt auch schauen, ÖROG-Atlas, Statistik Austria und auch wir, so, also jeder hat so seinen Spezialbereich und da wollen wir, weil sonst machen wieder alle das Gleiche. Mhm. Ich hätte noch eine Anmerkung, also ich finde es super, was da entsteht. Ich kann mich auch ermutigen, Data finde ich eine tolle Sache, ist auch ganz, ganz wichtig. Ich finde nicht ganz große Politik im ganz Kleinen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, also wer seinen Daten Open Data stellt, der trägt zu dieser Open Data Welle bei. Ich finde es auch eigentlich wichtig, dass wenn Projekte entstehen, die Open Data Daten verwenden und ihre eigenen Daten nicht Open Data stellen wollen, dann muss es wirklich gute Gründe geben dafür, weil eigentlich, wenn man Open Data Daten verwendet, dann sollte man eigentlich auch sozusagen das eigene Produkt dann auch. Das hat immer die Frage dahinter, welche Daten sind nicht Open Data, deswegen kann ich meine, oder welche der verwendeten Daten sind nicht Open Data, deswegen kann ich meine nicht hergeben. Deswegen finde ich es super, wenn Sie daran denken, Open Data zu stellen. Wenn Sie es tun, dann haben die verwendeten Projekte nicht mehr sozusagen keinen Grund mehr zu sagen, ich kann rechtlich nicht, weil die zugrunde liegenden Daten nicht Open Data sind. Also danke schön. Ja, ich habe auch noch eine Frage, ja? Und zwar zum Steiermark-Atlas. Was mich in diesen ganzen Darstellungen immer wieder ein bisschen irritiert, ist, dass die Gemeindegrenzen als Raumeinheit hergenommen werden und nicht der Dauersiedlungsraum, weil es geht ja da, die Versiegelung ist nicht im Wald. Ja? Also warum sind Entscheidungsträger oder die Governance-Strukturen nicht in der Lage, davon abzustrahieren, wo die Gemeindegrenze verläuft und Dauersiedlung, oder warum macht man das? Nein, es ist da jetzt eher eine technische Geschichte gewesen, weil wir haben diese räumlichen Einheiten halt so aufbereitet. Ja, man könnte natürlich auch schon statisch, also die ÖROG macht das ja zum Beispiel, die macht ja sehr viele Karten auf Dauersiedlungsraumsebene, ja. Die bilden das auch so ab. Ja. Der Dauersiedlungsraum ist halt auch so ein bisschen eine Diskussion. Ja, dann ich habe also ist der Dauersiedlungsraum, der den es gibt, der ist auch nicht so wirklich gut. Ja, aber Umständen auch eine Diskussion. Aber meistens spiegelt es, also wenn man sich die Karten anschaut, man sieht ja meistens dann eher ein bisschen so, wo sind denn die ländlichen Regionen, wo sind so die Dinge. Also man sieht also, aber es ist teuer. Also es war rein jetzt eine technische Sache, weil wir einfach jetzt uns rein auf diese räumliche Einheit und eher auf Statistik gegangen sind, weil wir nämlich da diese Einheiten auf der statistischen Ebene haben. Ja, nein, das ist mir auch alles klar. Und ich meine, wir haben auch von der Statistik Austria die 250 Meter Baupolygone, damit wissen wir, wo im Ende die gewisse Fläche ist. Ja. Warum nimmt man die nicht her und führt sie hinein? Ja. Weil du auch sehr viele Probleme bei der späteren Umsetzung dann hast. Wieso? Du hast doch gerade wenn ich eine Strategie mache, dann bin ich wieder auf der Gemeinde und die Raumordnung ist noch immer ein Gemeindethema. Ja, aber wenn man ja die Einzelne als Darstellung macht, das ist normalerweise. Nein, aber es geht ja nicht darum, dass du am Objektraster kein Zeit geben kannst, wie die Gemeinde Kuckucksbotschen. Ja, das stimmt ja nicht. Ja. Also, das ist... Und darum, ja. Ich finde das immer, und das hat mich auch schon in dieser ganzen Veröffentlichung von Covid-Zahlen etc. so wahnsinnig rasend gemacht, dass das alles auf Bezirken war und das Oberregierung. Das ist, eigentlich haben wir ja ganz andere Datengrundlagen und ich denke mir, wir als Geoinformatikerinnen und Geoinformatiker sollten doch eigentlich mit den aussagekräftigsten Raumeinheiten operieren und ein bisschen die Bürgermeister erzählen. Manchmal ist es halt auch nicht gewünscht. Also wir können das schon auch sagen. Ist mir klar. Also die Ebenen, also wenn ich sage, auf Gemeindeebene sollen manche Dinge auch dann nicht. Also es war jetzt auch die Diskussion in der Flächenanspruchnahme. Je genauer es wird, desto mehr Diskussionen gibt es natürlich. Und auch Baulandreserven, wenn wir jetzt Baulandreserven rechnen, rechnen wir es vielleicht immer ein bisschen anders und wie die Gemeinde jetzt vielleicht die Baulandreserve sieht und dann gibt es da halt gerade bei der Gemeinde, sieht man halt dann schon einen Unterschied. Da sieht man halt dann, die sind noch halt, weiß nicht, wie viele 1000 Quadratmeter und dann, warum gibt es diesen Unterschied? Und es gibt auch natürlich auch manchmal auch politisch den, auch den, in Anführungszeichen, Druck
manche Dinge auch nicht so darzustellen. Alles klar, verstehe ich dann. Also ich denke, das sollte noch ein bisschen mehr. Aber der Bürgerinnen und Bürger argumentieren und am Stand der Wissenschaft bleiben. Ja. Und nicht sozusagen im Voraus, weil ich nicht mehr so. Wir sind das Land der Landesregierung. Das ist vielleicht den Bürger aus dem Kreuz, ja. Also. Aber vielleicht bin ich da zu revolutionär und habe auf der Uni nicht diese Probleme. Ich ärgere mich ja, darüber, genau. Wenn ich sehe. Ich habe ein bisschen andere Zähne gemacht. Ja, genau. So ist es. Ja, super. Ich würde meinen, vielen Dank. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir auch LKR nach Leipzig wieder vereinigen konnten. Für diesen Info zum Kisterstadt Graz für die Stadtplanung. Elke ist auch ein Vollprofi in dem, sie ist Leiterin der Stadtvermessung im Magistrat Graz und Vorsitzende der GIS-Koordinatorinnen im österreichischen Städtebund, sie ist Technikerin. Und ich finde es heute, das muss ich jetzt wirklich lang bedienen, so cool, dass wir so viele Frauen haben als Vortrag. Erlauben Sie mir bitte noch anzubringen. Ja, von meiner Seite auch einen schönen fortgeschrittenen Nachmittag. Ich darf Ihnen über das KIS, das Klimainformationssystem in der Stadt Graz berichten. Graz ist eine wachsende Stadt und da kann man leider nicht umhin, dass es einfach immer weitere Versiegelungen gibt. Es ist aber ganz klar, dass man auch da Maßnahmen ergreifen muss und das ist ja sehr eng miteinander verbunden. Boden, Versiegelung, Klima, Bodenversiegelung, wie geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Stadt? Und deswegen gibt es das Klimainformationssystem, um Daten zu generieren, aus denen dann Maßnahmen abgeleitet werden können, um die Stadt klimafit zu machen, um Möglichkeiten zu finden, wo die Leute dann bessere Möglichkeiten haben, auch diesen Klimawandel der Hitze insbesondere in der Stadt leichter ertragen zu können. Das Klimainformationssystem im Staat haben wir gestartet im Jahr 2021 und ist eigentlich davon ausgegangen, dass wir immer schon eine Stadtklima-Atlas-Analyse hatten. Das ist natürlich alles analog gewesen und auch aus unterschiedlichen Daten zusammengesetzt worden, wurde schon seit langen Jahren auch immer wieder von der Stadtplanung verwendet, ob es jetzt die Frischluftzufuhr ist und so weiter. Aber es hat immer so eher ein bisschen war ein Randthema, weil es ja jetzt nicht so relevant war. Aber es gibt schon eine lange Tradition und im Jahr 2021 haben wir gesagt, man muss wieder mal einen frischen Impuls starten und das Ganze auf digitale Beine stellen. Und was das Besondere an dem Klima-Informationssystem ist, ist einfach die Zusammenarbeit, das Netzwerken untereinander. Das Stadtvermessungsamt ist deswegen koordinativ federführend, weil wir gewohnt sind, durch den KIS-Bereich zu koordinieren. Die unterschiedlichsten Fachämter sozusagen an der Hand zu nehmen und das Ganze voranzutreiben. Wir maßen uns nicht an, dass wir jetzt klimarelevante Analysen machen oder auch die Umsetzung in der Stadtplanung vorantreiben. Aber wir sind diejenigen, die die Daten erfassen, die Daten aufbereiten, die Daten zur Verfügung stellen und auch die Koordination mit den unterschiedlichen Ämtern machen. Das ist das Blaue intern, das ist jetzt sozusagen der Stadt Graz. Aber wir sind natürlich sehr stolz und da haben wir sehr gute Zusammenarbeit mit dem Land. Manuela Weißenbeck ist da ein sehr, sehr guter Partner von uns, wo wir eben wirklich die Ausdehnung, das war genau, wie es zuerst gesprochen worden ist, das Klima, auch die Bodenstrategie macht nicht Halt an den Gemeindegrenzen. Also es ist ganz, ganz wichtig, auch wir in Graz haben eine ganz besondere Frischluftzufuhr von außen, von den Umlandgemeinden. Wir müssen das große Ganze miteinander betrachten und deswegen ist es so wichtig, dass auch das Land Steiermark damit an Bord ist und dass wir jetzt auch in diesem Klimainformationssystem auch den Zentralraum rund um Graz beachten oder beobachten können. Und was natürlich besonders wichtig ist, sind Kooperationspartner, damit man auch neue Wege gehen kann und da wirklich auch neue technische Impulse vorantreiben kann. Diese kurze Übersicht der Projektpartner, die bestehen aus den also verschiedenen Universitäten in Graz und in Wien. Es ist auch die Geosphere an Bord. Es gibt von Wirtschaftsbetriebe, die uns unterstützen. Und von Partnern sprechen wir von Firmen und Institutionen,
die mit uns arbeiten und denen es auch Herzensangelegenheit ist, dieses Klimainformationssystem voranzutreiben und auch neue Methoden zu entwickeln, um da vorangehen zu können und das Thema Klima wirklich gut bearbeiten zu können. Das Klimainformationssystem steht auf mehreren Säulen. Das ist erstens, wie ich schon gerade erwähnt habe, ganz wichtig, die Kooperation, das interdisziplinäre Vernetzen, sei es jetzt in Planungsbereichen, aber wir haben auch unseren Katastrophenschutz an Bord und auch das Gesundheitsamt ist ein ganz wichtiger Betrachtungsfaktor, denn auch, ich werde dann später nochmal drauf zurückkommen, gesundheitliche Aspekte sind ja auch vom Klima sehr stark beeinflusst. Dann gibt es dann Ist-Analysen, Modellszenarien, die von den Universitäten berechnet werden, Case-Studies, bis es dann darauf hinausläuft, dass Maßnahmen von der Stadtplanung und auch in politischen Entscheidungen, Stadtentwicklungskonzepten wirklich von diesem Klimainformationssystem hineinfließen. Und das ist ja das Besondere, weil es geht ja nicht bei uns darum, Daten zu sammeln unter Datenwillen, sondern man will ja Umsetzungen und Maßnahmen damit weiter vorantreiben. Ja, es gibt sehr viele Daten, die für das Klimainformationssystem bis jetzt gesammelt wurden. Hier ein ganz kurzer Eindruck, wird dann auf einige näher eingehen. Die Thermalbefliegung, ein ganz wichtiger Bereich, thermische Zeitreihen, die gemessen worden sind, Begleitmessungen mit Ballons, Tag- und Nachtdifferenzen, weil es Thermalflüge in der Nacht und am Tag gegeben hat. Winterbefliegungen im Thermalbereich, ganz eine spannende Angelegenheit, Hyperspektralbefliegung, Messnetze, die verknüpft wurden, die miteinander aufbereitet werden und auch das Thema der Gefühltemperatur, ein ganz wichtiger Bereich, nicht nur die Temperatur an sich, sondern wie wirkt eigentlich die Temperatur am Menschen, da ist eben auch der Wind und die Luftfeuchtigkeit ein massives Thema und nicht nur die Grad, die am Thermometer angezeigt werden. Ein großer Aufwand und aber ganz wichtig war die Zusammenführung vieler Messstationen, die in der Stadt Graz, die es in der Stadt Graz bereits gegeben hat, die Erweiterung der Messstationen und dann natürlich die gemeinsame Auswertung dieser Daten. Wie sich jetzt sehe, es hat 70 bestehende Messstationen oder gibt 70 Stationen in Graz, die Temperatur messen, Wind messen, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, aber die haben viele voneinander nichts gewusst. Und eine unserer Meilensteinaufgabe war, diese einmal abzuchecken, was liefern diese Daten und wie können diese Daten auch miteinander kommunizieren, wie können diese miteinander überhaupt dann ausgewertet werden. Und neu ist auch eine Station am Lendplatz, wirklich mitten in der Stadt, um dort auch die richtige Zentrumsinformationen vom Klima messen zu können. Und das ist eine sehr tolle Kooperation mit der Geosphere. Ein Herzstück vom Klimainformationssystem sind die Thermalflüge, die im Großraum von Graz, also Graz-Umgebung, stattgefunden haben. Es waren Flüge in zwei Flugzonen und es gab dort Flüge zur kältesten Zeitpunkt, also in der Früh und zum Mittag bzw. am Nachmittag. Aber das Gebiet, Sie sehen Sie auf der rechten Seite, ist ziemlich weit umfassend und nicht nur auf die Stadt Graz bezogen. So schauen dann die Auswertungen aus, die natürlich auch sehr mühsam dann zu interpretieren sind. Aber wir haben gleichzeitig zu diesen Thermalflügen auch Begleitmessungen, wie ich zuerst schon erwähnt habe, sind durchgeführt worden. Sei es jetzt direkte Messfahrten, Fesselballon, Sondenmessungen und auch Drohnenbefliegungen. Und da ist natürlich, geht es in erster Linie immer darum, da sind wir beim Boden. Da geht es darum, welcher Boden ist gut unter Anführungszeichen für das Klima oder welcher strahlt besonders viel Wärme ab, beziehungsweise kühlt überhaupt nicht mehr ab. Und das ist ja das Schlimme dann in der Stadt, wenn es dann so heiß wird, dass es einen dann auch nicht mehr abkühlt.
Ein sehr spannendes Thema war der zusätzliche Flug dann von sogenannter Hyperspektralbilder-Analyse, die gematcht mit den Thermalflügen sozusagen das Material kartieren lässt, das heißt, welches Material strahlt welche Temperatur aus. Und da gibt es natürlich sehr interessante Aspekte und das ist natürlich sehr politischer Bereich, zum Beispiel Kunstrasen ist extrem heiß. Man sieht das hier an diesem Beispiel, ist ein 10 Grad Unterschied in der Temperatur und das ist ein Riesendiskussionspunkt. Ist natürlich sehr einfach von der Wartung, sehr einfach zu betreuen. Und da gibt es riesige Diskussionen bei uns in der Stadt, die noch kein Ergebnis haben. Im Grunde genommen, wenn jetzt ein neuer Schulsportplatz oder Bezirkssportplatz errichtet wird, Kunstrasen oder nicht. Aber das ist, und das ist eigentlich unsere Intention, faktische Daten zu liefern und zu zeigen, wie schaut es eigentlich aus. Entscheiden muss wer anderer. Das wir können nur als Geoinformatiker und als Datenaufbereiter die Daten zur Verfügung stellen, aber das zeigt ganz eindeutig, wie schlecht für ein städtisches Klima im Grunde genommen der Kunstrasen ist. Was auch ein Thema ist, ist der Bewuchs. Je nach Höhe des Bewuchs ist es auch sehr unterschiedlich, inwieweit es wieder abkühlt oder wie der Boden abstrahlt. So ist man auch drauf gekommen, Dachbegrünungen haben überhaupt keinen Sinn, wenn nur ganz ein dünnes Substrat drauf ist. Die müssen richtige Wiesen oder Büsche direkt drauf sein, dass das auch für das Stadtklima etwas helfen kann. Also so Pseudo-Gründächer, die helfen überhaupt nichts. Und dann eher sogar schlecht, weil sie sich sehr aufwärmen und in einem Delta sozusagen auch schlecht wieder abkühlen in der Nacht. Und ein ganz interessanter Aspekt, und darum habe ich auch den Titel genannt, für die Stadtplanung und mehr, ist die Möglichkeit, auch Lecks in der Fernwärme herauszufinden. Das war ein Winterflug. Und es ist deswegen sehr interessant, denn es geht immer ums Geld. Und es ist immer die Frage, wer finanziert die Datenerfassung. Und solche Flüge sind ja auch sehr aufwendig. Und da haben wir natürlich dann das Glück gehabt, dass es von großem Interesse in der Energie Graz war und die natürlich dann massiv und Energieversorgungsunternehmen sind ein bisschen potenzieller aufgestellt wie die Städte. Und deswegen ist für sowas auch ganz wichtig, dass es auch andere Anwendungsbereiche gibt, um dann für die eigentlichen Klimaerfassungen dann auch die finanziellen Mittel haben. Also, das ist wirklich sehr gut angenommen worden von der Energie Graz, die massiv mitfinanziert hat und dadurch, dass Leck in ihren Fernwärme, die Leckagen in ihren Fernwärmeleitungen erkennen konnte. Ja, was gibt es für Ergebnisse jetzt für die Stadtplanung? Ganz konkret ist die Rückwidmung von Frischluft zu bringen. Das heißt, im Flächenwidmungsplan ist wirklich ganz genau geschaut worden, wo sind die Windzufuhr für die Stadt Graz und ist da der Flächenwidmungsplan doch einmal ganz genau angeschaut worden, damit man ja da nicht irgendwo große Wohnblocks oder irgendwas hinstellt, weil wie viele von Ihnen kennen, Graz ist ein Kessel und wenn da irgendwo die Frischluftzufuhr auch noch verbaut wird, dann wird es wirklich warm in der Stadt. Und das sind schon so Maßnahmen, die wirklich auch im Flächenwidmungsplan, dann ist im Stadtentwicklungskonzept, das ist Abkürzung STEC, wie das da steht, ist das Klimainformationssystem verankert worden, dass wirklich Daten daraus verwendet werden, die in der Planung dann berücksichtigt werden. Zum Beispiel Materialbeschaffenheit von Oberflächen, von Straßen, dass das unbedingt helle Oberflächen sein sollten, weil auch die natürlich bessere Abstrahlung oder also nicht so heiß werden, wie wenn das dunkel ist. Beziehungsweise, wie ich schon zuerst erwähnt habe, es ist gewisse Dachbegrünung vorgeschrieben, aber jetzt ist auch die Substrathöhe vorgeschrieben, dass man wirklich dann sagt, und dann muss das auch höher werden, weil da ganz kurze Dachbegrünungen, also kurzes Gras als Dachbegrünung einfach nichts hilft.
Analysen betreffend Gründächer und PV-Anlagen war auch sehr interessant. Es ist immer so das Thema in einer Stadt, ist besser für das Klima Gründächer zu haben oder ist besser PV oder was ist jetzt schlecht oder was ist gut, auf das komme ich dann noch einmal. Es gibt sehr gute Modellberechnungen im Rahmen des KIS. Kunstrasen habe ich schon erwähnt, ist ein großes Thema jetzt durch diese faktischen Daten, durch das Aufzeigen von den sehr starken Hitzepolen, die so ein Kunstrasen entwickelt. Und möchte Ihnen dann auch noch ganz kurz die praktische Gestaltung und Planung in der Zinzendorfgasse und Tummelplatz betreffenden räumlichen Stadtklima zeigen. Es wurde eine Gasse, die Zinzendorfgasse, bei uns in Graz verkehrsberuhigt und ja, wie viele wissen, Graz ist zurzeit nicht sehr gesegnet mit finanziellen Mitteln und man wollte da eigentlich eine richtige Baumallee machen. Das ist aber aus finanziellen Gründen war das schwierig umzusetzen, denn wir verwenden in erster Linie jetzt die sogenannten Schwammstadtbäume. Ich habe davon schon gehört, das ist ein ganz spezieller Untergrund, damit auch Bäume eine Chance haben, in einer Stadt zu überleben. Weil das ist ja gar nicht so einfach, in so einer Betonwüste zu überleben und dass sie auch gut wachsen. Und so ein Baum kostet ziemlich viel Geld. Und jetzt ist mit Drohnen sozusagen die gefühlte Temperatur gemessen worden, wo eben auch der Wind die Luftfeuchtigkeit gemessen, also dass man wirklich, wie man das fühlt, von der Hitze her und geschaut man, auf welchen Stellen sind neuralgische Punkte und genau dort haben wir jetzt dann die Bäume hingepflanzt, weil man eben nicht das Geld gehabt hat, eine ganze Allee mit Bäumen zu gestalten. Und genauso ähnlich ist am Tummelplatz mitten im Herzen der Stadt passiert, der ist jetzt gerade in Planung, der wird jetzt steht gerade vom Umbau. Und auch hier wurde dasselbe Thema verwendet mit Drohnenbeflug, die gefühlte Temperatur an einem wirklich heißen Tag gemessen und dementsprechend dann die Daten den Planern zur Verfügung gestellt. Und man sieht es dann ganz gut, dort wo es eigentlich wirklich diese sehr roten Bereiche sind, ist halt dann die Bäume geplant worden oder auch gewisse Grüninseln hingesetzt worden. Also so ist sozusagen auf Basis dieser praktischen Daten aus der Messung in das Klimainformationssystem wirklich praktische Umsetzung in der Planung erfolgt. Wir haben jetzt erst versprochen, dass ich nur kurz darauf eingehe, auf die PV- und Gründachsimulationen und dort hat sich das Ergebnis gezeigt, dass sowohl PV als auch Gründächer sich sehr positiv für das Klima auswirken und wenn man diese Bilder anschaut, und das sind jetzt keine faktischen Bilder, sondern es ist eine Simulation, wo gerechnet worden ist, alle möglichen Dächer einerseits mit PV auszustatten, auf der linken Seite das Bild und auf der rechten Seite alle möglichen Dächer mit Gründächern auszustatten. Wie würde sich dann sozusagen die Abkühlung in der Nacht ergeben? Und da schneidet in dem Fall sogar die PV-Dächer besser ab, weil die mehr abkühlen in der Nacht als wie Gründächer und es zeigt sich aber in beiden, dass da schon ein Kühleffekt gegeben ist im Gegensatz zu den bestehenden Dächern, wie sie zurzeit sind. Das ist zum Beispiel auch eine Simulationsberechnung, die aufgrund der KIS-Daten entstanden ist. Ein Projekt gemeinsam wird jetzt gestartet mit der Geosphere. Da geht es auch um Gesundheit, Katastrophenschutz, um hochauflösende Temperaturprognosen. Bis jetzt gibt es nur zum Beispiel in Graz eine Hitzewarnung für die ganze Stadt. Und die Idee ist, dass es eine dreitägige Vorausschau gibt, aber für gewisse Areale in der Stadt. Und das wird jetzt versucht, es gibt da andere Pilotstädte auch noch, für die das gerechnet wird, aber bei uns wird eben speziell auch mit den vorhandenen KIS-Daten dieses Projekt durchgeführt und so, dass wir das jetzt dann in Graz für ein 50-Meter-Raster kriegen und nicht mehr für ein ganzes Stadtgebiet.
und hat auch weiter eine Auswirkung nicht bei der Hitze, aber zum Beispiel auch für unseren Winterdienst, die großes Interesse haben, gerade wenn es einmal vereist ist oder was, wenn die 3 Tage voraus Prognosen kriegen, ob das vielleicht Sinn macht, dass die ihren Winterdienst anders koordinieren können, weil sie wissen, in dem Bereich kann es sein, dass eisig wird. Wird erst gemacht, wird auch dann wird evaluiert und geschaut, ob das wirklich Sinn macht und ob es was bringt. Aber das ist eine Idee, die aufgrund der vorhandenen Daten umgesetzt werden soll. Und auch eine Idee, die jetzt gerade in der Durchführungsphase ist, als die von unserem Klimainformationssystem gehört haben, ist auch massiv unser Gesundheitsamt aufgesprungen. Denn es ist ganz klar, dass diese starke Veränderung des Klimas, speziell im Sommer, die Hitze, einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Mehr, als man sich eigentlich denkt, wenn es einem eh gut geht und wenn man im Grunde genommen gesund ist. Und so sollen auch wirklich die klassischen GIS-Auswertungen dann mit Umweltdaten, sprich von Anzahl der Gebäude, die Wohngebäude, Anzahl der versiegelten Flächen in Kombination mit sozioökonomischen Daten vom Alter, mit Kindern, mit Personen älter 65, Karten entwickelt werden, wo sozusagen ab gewissen Temperaturen Einflüsse auf Mortalität oder auf bestimmte Krankheitsfaktoren geschlossen werden. Ja, das sind gewisse Ergebnisse, die es teilweise schon gibt und die gerade im Laufen sind. Und alle Daten, von denen ich jetzt gesprochen habe, sollen in einer Datenplattform, im GIS-Portal, aufbereitet werden, zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit ist einmal daran gedacht, in erster Linie für unsere Abteilungen, um gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich dann für die Planer und Planerinnen, die aufgrund dieser vorgegebenen Maßnahmen planen. Und es gibt auch jetzt schon auf unserer Homepage eine Seite, wo Informationen über die Thermalbefliegungen für Bürger aufbereitet worden sind. Nicht die Rohdaten, aber halt die Informationen, welche Ergebnisse, wo sich jeder dann auch seinen eigenen Bereich und irgendwie anschauen kann, wie es dort ausschaut. Ja, und wie geht es weiter mit dem KIS? Wir sind jetzt gerade dabei in den Budgetverhandlungen. Budgetgemeinderat wird im November stattfinden und dann kommt es darauf an, ob die Stadt Graz gewillt ist, das ganze Thema weiterzutreiben und wie gesagt auch in Zukunft aktuelle Daten immer wieder neu zu erfassen, weil das ist jetzt einmal Status. Es gibt jetzt einmal gewisse Prozesse, gewisse Abläufe, die auch schon eingerichtet worden sind. Aber wie wir alle wissen, Daten leben nur, indem sie immer wieder aktualisiert werden, indem die Daten neu erfasst werden und dafür dann natürlich auch finanzielle Mittel notwendig. Und für das kämpfen wir jetzt gerade. Danke. Vielen Dank für diesen hochspannenden Einblick, Elke. Ich darf um Fragen bitten. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Bitte. Ja, vielleicht eine blöde Frage. Ist ein Kunstrasen, gilt das eigentlich als versiegelt? Oder ein Gründach, Sie haben gesagt, das muss eine gewisse Mächtigkeit haben. Ist das eine versiegelte Fläche? So? Also diese Definitionen erstelle ich, das gilt das vielleicht weiter, also wir tun es auch, wie die Definition ist. Also in unserem Modell ist jedes Gebäude versiegelt. Also es kann ja versickern, das Wasser versickert im Kunstrasen, deswegen ist es ja nicht schlecht, dass das Wasser steht, aber es ist nur für die Hitze ist ein Riesenproblem. Das ist schon was anderes, wie wenn das jetzt Asphalt ist oder Beton ist. Darum ist vielleicht auch nicht versiegelt, das Wasser geht durch. Die Frage ist Versiegelung, Versickerung, ne? Genau, darum ist die Frage, 100% versiegelt, 50% versickert es nicht, bleibt stehen, verdunstet es. Das ist natürlich dann relativ viele Auswirkungen. Ne? Bei Schotterstraßen ist der jetzt versiegelt, mehr versiegelt, wenn es eine starke Magadanstraße ist, wahrscheinlich ähnlich wie eine Asphaltstraße. Also da gibt es in der Literatur jedenfalls Werte dazu, auf welcher Durchlassfläche versiegelt gilt. Aber in der politischen Diskussion würde ich mir absolut muss man auch wieder unterscheiden, wofür durchlässig, Gewässer durchlässig, Schadstoff durchlässig, Dampf, irgendwas. Also da gibt es sicher sehr viele
Auswertungsmöglichkeiten. Partikel, die dann in die Erde einsickern. Also ich glaube, da sind auf Monitoring interessant, weil wir sicher davon ausgehen können, dass es mehr Kühlliche geben wird. Und wie notieren wir das? Das ist eine wichtige Frage. Weil man das haben wir natürlich jetzt auch in der Steiermark relativ stark merkt, was die Versickerung betrifft mit den ganzen Hochwasserereignissen. Ne? Der Boden war dann so satt, dass er eigentlich auch versiegelt war. Er hat nichts mehr aufnehmen können. Ne? Also Versickerung null. Ist aber ganz normale Wiesen. Ne? Welcher Aggregatzustand, hätte ich jetzt schon fast gesagt, der Boden hat. Ne? Darf ich noch eine Frage stellen? Ich meine, dieses Klimainformationssystem, das ist das jetzt im Moment ein Informationssystem, das für Fachabteilungen und für interne Entscheidungsunterstützung verwendet wird und ist in diesem Kontext auch beispielsweise eine Teilöffnung für die breite Bevölkerung gedacht? Weil, ich meine, wenn ich so an sowas denke wie Hitzekataster oder sowas, ja, oder Hitzewarnungen, im Kontext der Gesundheitsvorsorge, dann ist das doch auch ein wichtiges Informationssystem für die Bevölkerung. Also sicher aufbereitete Bereiche, aber nicht jetzt Rohdaten, weil wir wissen, dass die natürlich aus Interpretation nicht ungefährlich, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, also das muss von Fachleuten bearbeitet werden. Ja, man hat es dort mit Warnung für genau, aber das ist natürlich gedacht. Ja, das, diese Informationen, es gibt ja jetzt schon, also diese Thermalflüge, diese Informationen, die findet man schon auf der Homepage von der Stadt Graz. Aber wie gesagt, natürlich aufbereitet als GIS-Anwendung und nicht als Rohdaten. Ja, ja, klar, so, also als WebGIS-Applikation. Als WebGIS-Applikation, ja, genau. Auf einer App-Basis. Genau. Aber das, ich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass sozusagen genau diese Grunddaten einfach an Input liefern können und müssen in ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Applikationen, die halt dann wirklich einen Mehrwert generieren. Ich sage Mehrwert, der ist nicht unbedingt monetär zu messen, sondern der ist auch gesellschaftlich zu messen. Ja? Weil einfach bessere beispielsweise Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden können, wo sich Menschen, die in benachteiligten Nachbarschaften wohnen und sich keine Ganztagesbeschattung leisten können, dann abkühlen können. Oder wo also das ist ja geplant, dass das Gesundheitsamt dort anfährt und dann irgendwelche Sprühanlagen oder die Leute unterstützt oder denen sagt, sie können dort in die Bibliothek, dass die dann geöffnet wird, die eine Klimaanlage haben. Also es ist daran gedacht, da ganz konkrete Maßnahmen dran zu liefern, weil ich wiederhole mich nochmal, also nur die Daten sammeln, der Datenwillen ist ja nicht der Sinn, sondern man will eben dann schauen, wie man vor Ort, das heißt, muss man es wissen. Und das ist einfach, sehen wir als unsere Aufgabe, eben faktische Daten zu liefern, wo auch keiner umhin kann. Weil das ist schwarz auf weiß. Das sind keine irgendwelche nebulosen Ideen, sondern das ist Fakt. Und dann ist es am meisten so, dass dann was geschieht. Und du hast auch Kollaborations- oder Kooperationen mit Universitären und mit Forschungseinrichtungen angesprochen. Seid ihr da insofern offen, das sozusagen auf andere Anfragende auszudehnen oder ist da sozusagen ein Exklusiv? Nein, das hat sich so ergeben. Es ist wieder der ein oder andere dazugekommen. Ja. Da geht es natürlich jetzt um Fachrichtungen, die eben jetzt mehr mit Simulationen, mit Klimaberechnungen im Umweltbereich zu tun haben. Das ist auch jetzt nicht GIS-Institutionen, sondern eher die richtigen Fachbereiche. Aber wenn, wie gesagt, nein, natürlich ist man offen. Ja, weil so immer die Ideen gibt. Immer wieder so Ideen auch von Studierenden, die kommen dann halt daher und sagen, naja, wie können wir beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel erträglich und klimafit machen? Ja? Wann, wo braucht man, müssen wir wirklich drauf schauen, dass welche U-Bahn-Linien müssen gekühlte Waggons fahren, welche Busse sind besonders gefährdet, etc. Diese Dinge durch Stadtklimasituationen. Und da ist es dann natürlich auch wichtig und interessant, solche Daten nutzen zu können, auch für Modellierungen. Und also das ist sicher, und gerade auch durch die Kooperation mit den Unis, sind wir natürlich sehr dran, wenn da jetzt sich irgendwo, ich sage jetzt, Diplomarbeiten, Dissertationen oder was auch immer, oder auch Seminararbeiten daraus entwickelt, natürlich, gerne. Aber das wird natürlich mit den Partnern dann auch gemeinsam abgewickelt. Ja.
im Moment noch Fragen. Dann würde ich meinen, wir sind ziemlich gut in der Zeit.